natürlich auch auf YouTube. Ich werde die Teile, ich weiß ja nicht, wie weit wir heute kommen, werde ich natürlich auch auf YouTube hochladen für diejenigen, die das Ganze irgendwie nicht auf Twitch gucken wollen. Die Top 100 kommt jetzt. Jetzt startet die Top 100. Ich will natürlich auch ein bisschen im Vorwort was erzählen. Es war tatsächlich gar nicht so einfach, eine Top 100 zu machen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich muss zugeben, ich habe noch nie, ich habe immer mal natürlich über meine Lieblingsspiele gesprochen. Ich habe auch noch immer mal Spiele empfohlen und habe auch mal vielleicht eine Liste gemacht, so die ersten 10 oder sowas. Aber ich habe noch nie eine Top 100 gemacht. Also wirklich mein komplettes Spieleleben Revue passieren lassen und vor allen Dingen das alles gegenübergestellt. Das ist ja die Krux. Ich habe ja mir erstmal gedacht, okay, ich mache eine Top 20 meiner Kindheit, die Top 20 meiner Jugendzeit und so. Und um das besser zu unterteilen, weil das sehr, sehr schwierig ist, die alle Sachen gegenüberzustellen. Oh, Rako ist auch da. Ich habe mir deswegen auch 100 ausgewählt als Limit, weil ich dachte, ich kann mir schon bei 50 kaum entscheiden, kann mich kaum entscheiden, welches ich nehme. Und deswegen habe ich 100 gemacht. Zunächst einmal habe ich gefühlt tausende Spiele aufgeschrieben. Habe dann gemerkt, fuck, irgendwie komme ich zwar auf sehr, sehr viele, aber es sind immer noch keine 100. Und nach sind dann immer welche Spiele eingetrudelt. Also immer Spiele, die mir dann plötzlich in den Kopf geschossen sind. Ja, natürlich, muss natürlich auch drin sein. Und habe dann angefangen, Moment. Ah ja, habe dann angefangen, quasi diese Spiele aufzuschreiben. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich habe mich nochmal immer in mich gekehrt und habe versucht, das so akkurat einzustellen, dass ich zufrieden bin. Ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Zufrieden wird man nie sein, aber ich bin zumindest halbwegs zufrieden, dass ich das hier präsentieren kann und beginne mit meiner Top 100. Es ist nicht unbedingt großartig spektakulär inszeniert, kann ich schon mal sagen. Es ist jetzt hier, ihr seht jetzt hier einfach nur so ein bisschen geklüstert und nicht mehr. Aber es wird reichen. Es wird reichen. So. PowerPoint. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ein paar Sachen im Vorwort. Wie habe ich gewählt? Sehr, sehr wichtige Sache für mich persönlich. Denn erstens Kindheit, Jugendzeit und Erwachsenenalter. Das ist gar nicht mal so unwichtig, weil man muss wirklich sagen, das sind andere Zeitepochen, also in einem Leben. Kindheit, da hat man natürlich wenig Spiele, spielt sie aber dann intensiv, spielt sie ausgiebig, ist total geflasht von allem. Das ist natürlich etwas, was schwer ist, auch irgendwie abzuwägen mit neueren Spielen, weil da steckt natürlich sehr viel Nostalgie dahinter. Das ist immer sehr schwerer, das irgendwie auch, wie gesagt, einzuordnen. Ich habe es versucht, welche Spiele, also es gibt natürlich auch so Sachen, wo man über die Zeit hinweg merkt, okay, die haben mich damals geflasht, aber heute kann es tatsächlich nicht mehr so mithalten mit den neueren Spielen. Das war damals flashig, heute nicht. Aber trotzdem nehme ich diese Spiele mit auf. Denn eine Sache ist ganz wichtig, da komme ich gleich noch zu, erzähle ich gleich. Jugendzeit. Viel Zeit gehabt. Ich hatte nur Schulzeit, also nur Schule, sonst hatte ich nichts zu tun. Viel Zeit, wenig Geld, trotzdem irgendwie ein paar Games gekommen und damit habe ich auch sehr, sehr viel gespielt, sehr viel Zeit investiert. Deswegen ist das natürlich wichtig. Und Erwachsenenalter ist wieder so ein Thema. Wenig Zeit, viel Geld. Also viel mehr Geld als früher. Möglichkeiten, Spiele zu kaufen, kein Problem, aber kaum Zeit zu spielen. Und das ist alles ganz, ganz wichtig, weil es ist dann schwer, das irgendwie unterzuordnen. Aber ich muss zugeben, das war am Ende dann doch irgendwie ganz, ganz spannend. Raptor, ja, ich werde das hochladen auf YouTube. So, Spielzeit egal, wichtig ist der Impact. Ist ein wichtiger Punkt. Mir ist es scheiße, ich habe Spiele manchmal ein Jahr lang gespielt. Ich habe Spiele auch manchmal 70 Stunden, 80 Stunden gespielt. Aber es ist egal. Also es geht nicht darum, wie lange ein Spiel war, sondern was für einen Impact hatte es auf mich. Wenn ein Spiel kurz war und es hatte trotzdem irgendwie bei mir Emotionen ausgelöst, dann ist es ja genauso viel wert wie ein Spiel, das, weiß nicht, fünfmal so lang ist. Völlig egal. Hat für mich keine Bewandtnis. Deswegen ist das ganz wichtig. Ein Spiel repräsentiert das Franchise. Damit ich mehr Spiele nennen kann, habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt nicht irgendwie bei einem Franchise bestehend aus 10 Titeln 5 Titel gleich in die Top 10 habe.
Das ist ja bei der Metacritic-Wertung so ein Thema gewesen, dass da irgendwie fünfmal GTA drin war und das war irgendwie blöd. Deswegen habe ich mir gesagt, ich nehme ein Spiel und das steht fürs Franchise. Ich werde dann immer erklären, warum bestimmtes Spiel für mich nochmal bedeutsamer ist und bestimmtes Spiel vielleicht nicht. Das werdet ihr dann feststellen. Aber es gibt noch dazu noch eine kleine Unterscheidung. Franchise-Changer sind einzeln zu bewerten. Was meine ich damit? Das ist für mich einfach erfundenes Wort. Franchise-Changer sind nämlich, es gibt wenige Franchises, die es haben, aber es gibt ja so Franchises, die haben in sich noch Veränderungen mitgemacht. Also die sind zwar bekannt für was und dann kam irgendwann mal irgendwie ein neues Spiel und hat dann irgendwie Resident Evil ist das beste Beispiel. Da kam dann plötzlich Resident Evil 4 und hat alles umgekrempelt und dann war alles irgendwie anders. Da habe ich dann so gesagt, da möchte ich das quasi einzeln bewerten. Also da möchte ich sagen, okay, da gibt es dann die zwei Sparten. So, das ist dann so ein bisschen ein Franchise-Changer. Und davon gibt es nicht viel, aber einige gibt es davon. Und auch, ganz, ganz wichtig, Final Fantasy zum Beispiel oder auch solche Spiele wie eben so die, wo einzelne Titel innerhalb des Franchises für sich stehen. Weil sie vielleicht eigene Universen haben oder eigenes Gameplay oder sonstiges. Zelda ist so ein Beispiel. Ich könnte natürlich jetzt Zelda auf Platz 1 nehmen und dann alle Zelda auszählen, wäre langweilig. Weil jedes Zelda für sich, in meinen Augen, doch so unterschiedlich ist wie kein anderes. Ja, ihr werdet das alle schon feststellen. So. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Alles klar. Fangen wir an mit Platz 100. Kurzen Schluck nehmen. So. Allererstes Spiel. Platz 100. Darksiders. Übrigens habe ich auch überlegt, ich habe die ganze Zeit auch drum getüftelt und experimentiert, ob ich hier Musik abspielen kann bei dieser Präsentation oder ein Video. Das geht alles, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen habe ich das nicht gelassen. Es ist Darksiders. Darksiders ist ja das Zelda für Erwachsene. Ich finde, das ist ein halbwegs okayer Begriff, aber irgendwie tut es dem Franchise nicht gut. Darksiders hier speziell in meinen Augen Teil 1 und Teil 2. Teil 1 und Teil 2 sind noch die Teile, wo ich noch das Gefühl habe, okay, da haben sie noch irgendwie einen Plan. Alles, was danach kam, Darksiders 3 und Genesis, ist irgendwie so identitätslos. Irgendwie wissen sie nicht, wohin sie wollen. Irgendwie haben sie keinen richtigen Pfad gewählt. Man kann irgendwie nicht sagen, Darksiders steht für, sondern es ist irgendwie immer nur so ein Abklatsch von etwas. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, was ich an Darksiders total mag, ist, es ist hat eine wirklich gute Spiellänge von so 20, 25 Stunden. Es ist abwechslungsreich, es hat viele, viele coole Dungeons, zumindest für mich. Es ist eine unheimlich interessante und schön gestaltete Spielwelt. Ich mag dieses Himmel gegen Hölle und Verrat und Intrigen und so weiter und so fort. Und das Spiel hat viel zu bieten, gerade der erste Teil oder auch der zweite. Der zweite hat den besten Soundtrack. Eine der besten, die ich bisher in so einem Action-Adventure gehört habe. Aber trotzdem, das Reiten mit dem Pferd, die Gadgets, die man kriegt, die Waffen, das Kämpfen, das ist alles irgendwie schon mal da gewesen. Das ist nichts Neues, das muss man dem Spiel schon lassen. Es ist nichts irgendwie Originelles, aber das trägt es gut zusammen und formt es in eine Welt, die ich einfach auch so als vom Look her geil finde. Also ich mag War und Death und die ganzen vier apokalyptischen Reiter. Und ich wünschte mir, dass es langsam endlich mal wirklich zu einem Showdown kommt, weil der erste Teil endete mit einem richtig fucking geilen Finale. Das ist einfach ein mega geiles Ding. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht so feiert. Gerade Teil 2 hat so ein bisschen seine Längen. Teil 1 auch, definitiv. Aber ich muss sagen, für mich, ich meine Platz 100, da hätten auch andere sein können, aber trotzdem habe ich irgendwie so ein, wenn ein neues Darksiders angekündigt wird, bin ich erstmal hellhörig. Muss ich wirklich sagen. Ich bin hellhörig und denke mir, yo, okay, habe ich Bock drauf, was ist das nächste, okay, wen spiele ich, was wird dort erlebt. Deswegen kann ich das Spiel hier auf Platz 100 relativ gut einbauen. Platz 99. Nier Automata.
Für einige völlig unverständlich, warum so weit hinten, für einige doch froh, dass ich es drin habe. Ich bin auch froh, dass ich es drin habe. Ich bin nochmal in mich gegangen und habe nochmal drüber überlegt. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe ja Nier Automata das erste Mal gespielt. Und es gehört in die Top 20. Leute, seid mal froh, dass ich es überhaupt drin habe. So, ich habe Nier Automata. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel sehr gerne. Ich mag die Welt. Ich mag vor allen Dingen die beiden Spielfiguren. Irgendwie haben sie... weiß nicht, ich fand auch dieses ganze Mindfuckige ziemlich abgefahren und ziemlich geil. Wie lustig jetzt alle sich aufregen. Ich finde es okay, dass es so in der... Wie viele Spiele habe ich gespielt? Eigentlich ist das eine Ehre. Aber okay. Es ist ein richtig geiles Spiel. Es hat aber, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Ich habe es beim ersten Mal durchgespielt und ich muss auch sagen, ich war auch so ein bisschen auch mit dem Fabian gemeinsam so ein bisschen auf so einem negativen Trip. Ich fand das halt cool, aber viele haben es mega gefeiert. Dann habe ich mich überreden lassen und habe dann das nochmal durchgespielt mit 9S. Da dachte ich mir so, okay, es ist zwar cool, aber irgendwie ist er wiederholend. Und beim dritten Mal durchspielen habe ich erstmal gecheckt, was für ein geiles Spiel das ist. Und das Spiel hat auch mit der Zeit nochmal an Fahrt gewonnen, weil nachdem ich das durchgespielt hatte und das irgendwie so als cool abgestempelt habe, habe ich hier und da immer wieder so Leute gehört, wie sie davon schwärmen und wie sie das erzählen, was da alles passiert und die ganzen Dinge, die passieren. Und darüber habe ich nie nachgedacht und das habe ich auch nie gewusst, weil ich habe jetzt auch nur dreimal durchgespielt, nicht irgendwie 11-mal oder so. Und deswegen fand ich das super, super geil. Und dann hat sich das irgendwie... Ich mag einfach, wenn Spiele anfangen, nicht nur, also wenn sie dann viele versteckte Hinweise haben, wenn sie dann plötzlich ein Secret Ending haben, wenn sie so coole Ideen haben wie diese Ending Credits und sowas. Und deswegen fand ich halt wirklich dieses Spiel sehr, sehr cool. Es hat sehr viel, und der Soundtrack ist auch sowieso absolut Baba, so. Aber es ist jetzt nicht so weit oben bei mir, weil ich andere Spiele einfach besser finde. Das ist einfach so. Es gibt andere Spiele, die haben mich mehr gefickt. Vor allen Dingen, was ich bei Nier Automata als einziges, wo ich wirklich so ein bisschen... Ich bin halt ein Fan davon, wenn Universen... Also die Welt in Nier Automata war jetzt nicht so zu erkunden, in meinen Augen. Das war jetzt nicht irgendwie da eine Quest und da etwas. Vielleicht war es das, aber ich habe das irgendwie nicht so festgestellt. Und deswegen Platz 99, Nier Automata. Platz 98. Fable. Hier steht jetzt Fable 2. Ich muss sagen, Fable 1 und 2 sind da eigentlich gemeint. Fable 3 ist leider nicht so toll. Fable wird oft vergessen, weil das irgendwie nicht mehr relevant ist. Erinnere mich aber sehr, sehr gut an und sehr, sehr gerne an dieses Spiel. Ich habe das irgendwie Fable 2 gerade. Die Xbox 360-Zeit war sowieso eine sehr, sehr intensive Zeit, wo ich sehr, sehr viel gespielt habe, weil ich hier nach Regensburg gekommen bin. Und ich habe hier kaum jemanden gekannt. So, habe mich eingenistet zu Hause und habe dann halt Fable gezockt. Und das Tolle an Fable ist, das werdet ihr merken in dieser Liste, es spiegelt meinen Eskapismus so ein bisschen aus. Ausspiegeln? Nein. Wie nennt sich das? Ich habe keine Ahnung. Widerspiegeln. Es spiegelt meinen Eskapismusdrang wieder, denn ich mag es, wenn ich mich in Welten verliere. Wenn ich mich komplett in so Welten vertiefen kann, wenn ich einfach es liebe, mich in Regeln einzuordnen, wenn Welten sich so bilden, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil einer Welt, die sich auch ohne mich weiterdreht. Und das ist so ein Spiel gewesen. Ich liebe auch vor allem diesen Märchenaspekt, dass das halt wirklich so aufgebaut ist wie so eine märchenhafte Geschichte, dass die Musik so Harry Potter-like gespielt wird, dass du Fabelwesen hast, natürlich Fable natürlich, dass du als kleiner Held sich so aufbaust zum Retter der Menschheit und so, einem Retter der Welt. Ich habe das total geliebt und deswegen finde ich es super wichtig für mich, dass ein neuer Fable-Teil kommt, der ungefähr diesen Spirit einfängt. Deswegen ist das ist Fable auch. Der würde über die Zeit, also der wäre weiter vorne, wenn er über die Zeit nicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten wäre. Das ist so ein Titel, wo ich mir gedacht habe, ey, natürlich Fable. Aber das ist halt das Problem, wenn du einfach seit Jahren nichts mehr bringst
und es komplett irgendwie in Versenkung gerät, dann ist das halt irgendwie schon klar, dass es dann nicht mehr sofort aufploppt, wenn du über die besten Spiele aller Zeiten sprichst. Aber gerade Fable 1 und Fable 2, Fable 1 zum Beispiel, habe ich damals mit meinem ruckeligen Rechner gespielt und trotzdem habe ich das durchgezockt, weil ich das einfach geil fand. Ich habe da einfach diese Welt geliebt. So, nächstes Ding. Platz 97. Fallout 3. Ihr merkt, mein Lieblingsgenre, obwohl ich das Actionspiele und so generell, aber ich liebe Rollenspiele. Fallout 3 ist nicht mein liebstes Rollenspiel. Aber trotzdem habe ich in Fallout 3 unendlich viele Stunden verbracht. Ich habe das auf 1000G gebracht, also ich habe die Add-ons gespielt, ich habe alle Quests gemacht, ich habe alle Erfolge gemacht. New Vegas habe ich gar nicht durchgespielt, sage ich ganz ehrlich. Fand ich, nachdem ich Fallout 3 komplett durchgespielt habe, oh, danke Mario, nachdem ich Fallout 3 durchgespielt habe, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, auch nochmal irgendwie Fallout. Deswegen ist Fallout 3 mein einziges und auch bestes Fallout-Erlebnis gewesen, das ich hatte. Bei Fallout 3 muss ich auch sagen, damals hatte ich die auch österreichische Version, wo auch noch richtig krass die Splatter-Effekte drin waren und so. Das fand ich mit dem VATS-System total abgefahren. Und ich muss auch zugeben, oh, so eine Mann, Grüße zurück. Fallout 3 habe ich aber auch deswegen geliebt, weil ich die Quests geliebt habe. Diese Nebenquests, also gerade wenn du die Erfolge jagst, wenn du die Trophies jagst, musstest du ja die ganzen Quests machen. Und dadurch kam ich an ganz, ganz viele unterschiedliche geschriebene Quests, die ich alle geil fand. Ich muss aber zugeben, dass Fallout 3 deswegen auch im Vergleich zu allen anderen Rollenspielen so ein bisschen bei mir hinterherhinkt, weil nur der dritte Teil bei mir gewirkt hat. Teil 4 fand ich nicht so toll, New Vegas war auch schon ausgelutscht bei mir. Und 76 sowieso. Ich bin auch kein Fan vom Kampfsystem, es ist mir ein bisschen zu träge. Es ist halt auch eben ein Rollenspiel letztendlich. Aber ich bin auch nicht so der große Fan von diesem kackbraunen Setting. Trotzdem hatte mich so dieses postapokalyptische total in seinen Bann gezogen. Und ich habe es wirklich total geliebt, mich auszurüsten, mit dem Pip-Boy rumzulaufen, Dinge zu entdecken, diese Alien-Waffe zu finden und sowas. Fand ich richtig gut. Fand ich wirklich gut. Find Fallout überbewertet. Naja, kann man gut sehen. Also kann ich verstehen irgendwie, aber ich persönlich muss sagen, trotzdem geiles Ding. Weiter geht's. Oh, Entschuldigung, falsch. Here we go. Platz 96. Ich dachte jetzt wäre der erste Aufreger, nicht bei Nier Automata. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich werde nicht vergessen, wie ich zu Hause saß und während alle geschimpft haben über Skyward Sword, habe ich das Spiel wie immer, wie bei Zelda irgendwie gefühlt immer, reingelegt und ich fand es einfach mega geil. Ich fand, das war ein total tolles Spiel. Ich habe das mit der Wiimote gespielt, mit Wii Motion Plus, glaube ich, hieß das Ganze ja noch, und fand das mit der Bewegungssteuerung absolut okay, es war nicht perfekt im Nachhinein, aber trotzdem, mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich mag, weil es so abwechslungsreich ist, ich mag auch den Look. Ich mag auch die Idee mit diesem Greifvogel, den man da so anfangs bekommt, wo man dann an die Welten reitet. Ich persönlich muss sagen, es ist eins der besten Zelda-Spiele aller Zeiten. Ihr könnt mich alle hassen. Es ist ja auch nicht das Beste, sage ich nicht. Aber es ist für mich eins, wo ich... Das habe ich nachträglich auch nochmal reingetan. Weil ich muss zugeben, oftmals, wenn ich das Spiel nenne, kriege ich Kritik. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich das bis heute nicht. Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Warum ist dieses Spiel schlecht? Es hat so viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich an dem Spiel vielleicht irgendwie ein bisschen problematisch fand, war die Begleitung. Ich glaube, die Fee oder so. Oder Fio, Fia. Ich weiß nicht mehr genau. Für mich persönlich... aber auch völlig vertretbar, weil ich mit dem Spiel sehr viel Spaß hatte. Ich würde das Spiel gerne nochmal spielen, wenn es auf die Switch kommen würde. Das ist so ein Titel, den ich auf der Wii... Habe ich eine Wii? Ich habe, glaube ich, sogar eine Wii noch da, aber ich habe keinen Bock, das nochmal irgendwie aufzubauen und so. Ich muss sagen, fei, genau so hieß sie. Ich mochte das Ding. Richtig gutes Ding, Zelda Skyward Sword.
Platz 96. Es ist halt nicht offen, sondern linear gescriptet. Ist mir völlig egal. Das ist mir, Zelda ist für mich nicht unbedingt daraus herausgestochen, dass ein Zelda offen war. Also wenn ein Zelda offen sein muss, okay, für mich persönlich nicht. Für mich persönlich nicht. Für mich waren die Dungeons, ist die Dungeons wichtig. Für mich ist das Level, also die Levels selber wichtig. Und vor allen Dingen, wie der Flow ist. Und das ist eines der wenigen Zelda-Spiele, die einen verdammt guten Flow hatten, in meinen Augen. So. Platz 95. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Ich weiß nicht, wer es gespielt hat. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ich versuche es jedem irgendwie näher zu bringen, weil das ist einfach ein fucking Brett. Das ist ein fucking Brett. Das ist nämlich so ein Spiel, also das ist, man würde jetzt sagen, es ist ein reines Actionspiel, ist es aber nicht. Das ist nicht ein reines Actionspiel. Das ist nämlich ein Spiel, das eigentlich einen Helden zeigt, der in einer, in Butcher Bay landet, also einem Hochsicherheitstrakt irgendwo im Weltraum und dort versuchen muss, zu flüchten. Und es ist eine Mischung aus Action, aber es hat auch Schleicheinlagen, es hat auch Adventure-Einlagen, wo du mit den Insassen quatschen musst, wo du dir, weiß nicht, Materialien besorgen musst für ein Messer, musst vielleicht für den einen noch irgendwelche Besorgungen machen und so. Und dann kriegst du vielleicht einen Hinweis, dass um so eine Uhrzeit die Wachen gewechselt werden und dann musst du da ausbrechen. Ihr wisst nicht, was das für ein geiles Game ist. Und das ist mega gut. Können wir diesen Real Demon Slayer mal kurz bannen hier? So, es ist ein wirklich sehr abwechslungsreiches, geiles Game, sah damals auf dem PC und auf der Xbox Classic unheimlich krass aus, hatte eine richtig geile Grafik und Vin Diesel hat wirklich Riddick auch verkörpert, also er hat ihm die Stimme gegeben, das heißt, du hattest wirklich Vin Diesel als Riddick gespielt und er hat auch wirklich diese Stimme gehabt, das fand ich unfassbar geil und deswegen ist es auch, wie ich finde, ein völlig unterschätzter Titel. Es gab doch nochmal einen Nachfolger, das war Dark Arena, The Chronicles of Riddick, Dark Athena oder sowas. Der war leider nicht halb so cool, aber trotzdem, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, es hatte Exhibit dabei. So. Natürlich hat Jedwin das in seiner Wissliste, ja stimmt. Here we go, nächster Pick. Platz 94. Stimmt, Remaster von Escape from Butcher Bay wäre echt mal angebracht. Outland. Leider total, also kennt keine Sau mehr. Also das ist, das habe ich auf der Xbox 360 in einem Rutsch gezockt. 7 Stunden am Stück habe ich das gespielt. Es ist von den Machern, es ist ein Housemark. Irgendwas ist jetzt, mein Video ist fertig. Das ist Housemark, das sind die Leute, die jetzt Returnal auf die PS5 bringen, deswegen kenne ich die ja schon so lange. Und die haben, die sind ja normalerweise bekannt für ihre Arcade-Games. Also für Rizogun oder für Nex Machina. Aber die machen auch so Spiele wie, also ganz, ganz selten machen die eben sowas. Outland ist nämlich ein Metroidvania mit der Ikaruga. Spielmechanik. Ikaruga war so ein Spiel, das du hattest zwar, glaube ich, ein Shoot'em-up, da war das so, wie bei Outland war das so, du konntest dich immer switchen von rot auf blau und die Gegner waren rot und blau und es gab Projektile, die waren rot und blau und wenn du rot warst und du kamst in Kontakt mit roten Projektilen, haben dir nichts ausgemacht. Aber du konntest dann aber auch keine Feinde, die rot waren, attackieren, die dich aber schon. Deswegen musstest du dich in blau umswitchen. Das war ein so feines, präzises Gameplay. Es war richtig, richtig geil und ich finde es bis heute noch völlig unterschätzt. Es ist ein super, super gutes Ding. Kann man super geil durchzocken. Weil so Spiele wie Hollow Knight, ja, also die neuen Metroidvanias, Guacamelee und sowas mag, der muss mal Outland mal probieren. Es gibt es auch für ganz, ganz wenig Geld. Es ist ein Ubisoft-Spiel, sehe ich auch gerade, habe ich ganz vergessen. Also gibt es das irgendwo bestimmt günstig zu haben. Gebt euch das. Ist ein wirklich geiles Ding. Das wolltest du mir näher bringen, ich weiß das noch. Ach so, ja, schau mal an. Ich weiß, dass es keiner kennt, aber da hat Ubisoft zumindest noch ein bisschen was probiert und deswegen ist das ein geiles Ding. Danke, dass du mich an das Spiel erinnert hast. Ja, mega, es war ein gutes Spiel. Outland.
Habe ich, wie gesagt, 7 Stunden am Stück gezockt und am Ende habe ich gedacht, uiuiui, habe ich auch mal ein Video für YouTube dazu gemacht. Ah, sieh mal an, ich auch. Schon lange her. Platz 93. Gears of War 2. Hier muss ich aber sagen, okay, ob es die Gears of War-Reihe per se ist, weiß ich nicht. Ich tue mich immer wieder schwer damit. Eigentlich habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Ich habe sehr viel Multiplayer gespielt, ich habe sehr viel den Horde-Modus gespielt, auch mit dem Fabian damals gemeinsam. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der Story. Ich weiß, dass Fabian da irgendwie schon irgendwie ein ganz, ganz großer Fan ist. Bei mir hat es einfach nicht Klick gemacht. Trotzdem wäre es irgendwie völlig sinnlos, das hier nicht in die Liste zu packen, weil ich einfach sehr, sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht habe. Für mich ist das ein Multiplayer-Monster gewesen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, der Multiplayer. Es hat mir so viel Spaß gemacht in dem Horde-Modus, der damals richtig geil war mit den... Mit dem Fetisch, das war halt damals noch nicht so gang und gäbe, dass man halt so einen Modus hatte, wo du mit deinen Freunden gegen Wellen an Gegnern kämpfst. Heute ist das Standard irgendwie bei einem Shooter, aber damals war das irgendwie auch sehr neu. War richtig geil. Und Gears of War 2 war auch, zumindest auch von der Story her oder von der Atmosphäre und von der Dramatik in dem Spiel, doch nochmal eine Nummer krasser als die Spiele davor oder beziehungsweise das Spiel davor und das Spiel danach. Ich persönlich mag den zweiten allerliebsten. Und deswegen, ja, die Trophy-Story, stimmt, das war mit Fabian. ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Also, Gears of War ist auch, ich glaube, das Problem, das ist auch so eines, wo ich sage, wenn ich jetzt Microsoft wäre, würde ich nicht wissen, wie man Gears of War vermarkten soll. Man hat 2 Marken, die pure Shooter sind. Halo vielleicht noch, also Gears of War ist purer männlicher Shooter, Testosteron geladen, Kettensägen, Blut und Gore. Wie wollen die das irgendwie als familienfreundliche Konsole verkaufen mit diesem Spiel? Immer schwierig, aber Gears of War war eigentlich ganz geil. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, wenn man bedenkt, was das eigentlich für Auswirkungen hatte, wie viele Spiele dann plötzlich diesen Cover-Shooter-Gedanken hatten, wie viele Spiele dann versucht hatten, so dieses Gears of War-Feeling zu übertragen, ist schon echt ein gewaltiges Ding. Oder ist das mit der Lorenfahrt? Boah, weiß ich gar nicht mehr. So, Platz 92. Das kennt keine Sau. Das kennt niemand, das weiß ich. Und ich habe auch überlegt, soll ich es überhaupt reintun? Nee, eigentlich schon, weil ich bin der Meinung, das ist eines der besten Multiplayer-Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Shootmania ist ein Spiel von Ubisoft. Ich weiß doch, dass es damals eine Ubisoft-Konferenz auf der E3 gab. Da haben wir alle drüber gelacht, wie die da irgendwie durchs Publikum gelaufen sind und sich so mit so Pistolen abgeschossen haben. Und das habe ich auch so abgespeichert. Irgendwann mal. Auch hier der E-Sport-Mensch, Flo. Ja, aber ich weiß nicht, ob das noch gezockt wird. Das Ding ist nämlich folgendes. Das ist das Traurige. Wir haben dann irgendwann mal im Playcast hier, der Sven, also alle im Playcast, außer der Rako. Oder hast du es auch gezockt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir haben dann Shootmania angemacht. Und gekauft. Ich glaube, es hat damals so 10 Euro gekostet. Und ich sag euch, das waren die geilsten Shooter-Abende. Shootmania ist nämlich so ein verdammt geiles Game gewesen. Es hatte so geile Modi. One-on-One-Fights, wo andere zugucken konnten. Da gab es Jump-and-Run-Level, wo man mit diesem sehr schnellen Rocket-Jump-mäßigen Shooter-Gameplay versuchen musste, als erstes durchs Ziel zu kommen. Und super geile Modi einfach. Das war ein richtig, richtig geiles Ding. Und leider Gottes ist das Ding flöten gegangen. Irgendwann mal, also schon zum Zeitpunkt, wo ich es gespielt hatte, oder wo wir es gespielt hatten, haben wir kaum Spieler gefunden. Und dann war es irgendwann mal immer schlimmer verbuggt, immer schlimmer gepatcht und dann war es weg. Und dann konnte man Shootmania kaum mehr spielen. Keiner hat es mehr gezockt. Nur noch Franzosen, wenn überhaupt, noch irgendwie am Start. Aber ohne Witz, wenn ihr mal 5 Minuten habt oder weiß nicht, dann guckt euch mal bitte ein bisschen was zu Shootmania an. Vor allen Dingen der Hauptmodus war so, das war ein 3 gegen 1 Modus. Und eigentlich war es immer 3 gegen 3 und dann gab es immer, jede Runde war 3 gegen 1. Der Einser, also der in einem Team alleine gekämpft hat, der hatte eine One-Shot-Waffe und hatte 3 Leben. Und der andere, also das andere Team mit 3 Leuten, hatte eine normale Waffe, wo du dann glaube ich 3-mal schießen musstest, weil der 3 Leben hatte und konnten nur 1-mal aushalten. Allein dieses System, es waren so spannende Abende, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Stimmt, es ist von den Trackmania-Machern, Borigi. Stimmt. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Es ist von den Trackmania-Machern, deswegen ist es auch mit Ubisoft verkoppelt.
boah, bei mir stoßt das ganz alles auf. Und es hatte auch diesen Storm-Modus, wo dann irgendwie, das war Battle Royale schon damals, wo das die Map immer kleiner wurde, weil da so ein Sturm kam und dann am Ende waren alle noch in so einem kleinen Radius. Vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren, vor Fortnite und Co. Sehr, sehr geiles Ding. Sehr, sehr geil. Ich bin super schade, dass das nie irgendwie nie weitergekommen ist. Klingt, als wäre das die Erfindung von Evolve. Ja. Das heißt Shootmania Storm. Entschuldigung. Was ist jetzt mit Tiger? Also es heißt Shootmania übrigens. Egal, machen wir weiter. Platz 91. Also ihr merkt, hier sind schon so Spiele dabei. Die sind geil, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da wenig irgendwie connecten können. Oh. Oh, Platz 91. Theme Park. Hier die Mega Drive-Version. Ja, meine Kindheit. Alter, meine Kindheit bestand, und das habe ich auch in dieser Zeit, wo ich diese ganze Liste erstellt habe, habe ich mir gedacht, boah, wie viele Aufbaustrategiespiele habe ich gespielt. Fucking hell. Wir hatten damals einen Computer, also einen Pentium 100. Wir hatten einen C64, wir hatten einen Amiga, einen Atari und so. Aber wenig Konsolen. Ich hatte ja nur einen Super Nintendo und einen Game Boy. Und da wenig Spiele drauf. Und auf dem PC ganz viel. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Aufbaustrategiespiele gespielt. Und Theme Park ist eins meiner Liebsten. Das habe ich einfach, ey. Dazu muss ich auch sagen, es wäre auch Theme Hospital. Auch Theme Hospital habe ich super viel gespielt. Aber Theme Park mit den... Ich habe teilweise nicht verstanden, was ich da machen muss. Ich bin ja auch jung gewesen. Verstehe das Prinzip da vom Managen nicht. Aber ey, einfach diese Achterbahn bauen. Oder dieses Geil... Ich habe auch diese Bilder noch im Kopf, wie man diese Geisterbahn baut. Dieses lilafarbige Monster. Und so weiter und so fort. Diese Hausmeister einstellen, die den Dreck wegmachen, habe ich ohne Ende gespielt. Es ist quasi so wie Rollercoaster Tycoon, stimmt, aber es ist von Peter Molyneux, auch hier von Bullfrog, sieht man unten rechts. Und der hat damals einfach so gute Spiele gemacht. Viele nennen immer noch Rollercoaster Tycoon, im Grunde genommen ist das ein sehr, sehr ähnliches Prinzip. Meine Berührung war eben Theme Park. Deswegen ist Theme Park. Ich habe auch überlegt, soll ich es nennen, weil ich habe es auch schon seit, weiß ich, 20 Jahren nicht mehr gespielt. Aber ja, muss ich, weil ich einfach sehr, sehr viele Stunden in dem Spiel verbracht habe. Theme Park ist einfach super gut. Kurze Frage, die Cover sind also nicht gleichzeitig die Systeme, auf denen du es gespielt hast, richtig? Ja, genau. Ich habe jetzt einfach nur Cover gesucht und teilweise für Spiele, gerade im älteren Segment, hattest du nicht die Cover für irgendwie, die passend waren für diese Show. Stimmt, wenn die Leute gekotzt haben, also alles richtig geil. Platz 90. Super Metroid. Hier muss ich sagen, es wäre höchstwahrscheinlich viel höher platziert, wenn ich es auch wirklich damals gespielt hätte. Ich habe es nämlich sehr, sehr spät nachgeholt. Und das muss ich zugeben mit einem Emulator. Es war mein erstes Mal Metroid. Ich muss auch sagen, leider habe ich diese Nintendo-Ära relativ stark verschlafen. Also Super Nintendo habe ich zwar gehabt, Game Boy habe ich gehabt, GameCube habe ich gehabt, aber viel, viel weniger Berührung mit Nintendo-Charakteren. Viel, viel weniger, also N64, wo viele von uns jetzt eigentlich quasi wahrscheinlich so ihre komplette Liebe an N64 oder an Nintendo verloren haben, da war ich halt bei der PlayStation-Seite. Und deswegen habe ich mit Metroid und Zelda und so nicht so starke Berührungspunkte. Weswegen auch höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen meine Liebe bei Zelda anders angelegt ist als bei den meisten. Weil die meisten sind bei Ocarina of Time, A Link to the Past, Majora's Mask. Und bei mir kam es erst später mit Spielen von den früheren Teilen, aber auch mit Skyward Sword und Wind Waker und so habe ich halt richtig viel Freude gehabt. Genauso mit Super Metroid. Und Super Metroid ist wahrlich nicht das beste Metroidvania-Spiel, was irgendwie paradox ist, wenn man das bedenkt, aber weil man oftmals stecken bleibt und nicht weiß, wohin, und dann ist da irgendwo ein Brocken in der Wand, wo eine Lücke ist und du hast es gar nicht gesehen. Hätte ich jetzt nicht mit Zufall mit einem Missile-Rakete drauf geschossen, hätte ich nicht gewusst, dass ich da weitermachen muss. Ist sehr, sehr oft passiert. Nichtsdestotrotz war das, soweit ich weiß, noch meine erste richtige Berührung mit dem Genre Metroidvania. Und deswegen gebührt es Respekt. Metroidvania ist, oder Super Metroid ist nämlich, müsste ich auch nochmal durchspielen, ist ein richtig, richtig
stylisches Spiel. Es hat sehr, sehr viele Momente, die geil waren, und es hatte vor allen Dingen ganz, ganz geile Musik. Liebe ich. Das kann ich so nicht stehen lassen. Platz 90 ist krass bei deiner Nintendo Vita. Naja, wie gesagt, also es ist halt bei mir, das müsst ihr halt wissen, deswegen habe ich das auch im Vorfeld gesagt, bei mir ist es so, meine Liste ist etwas anders. Und deswegen habe ich sie auch heute gemacht. Achso, übrigens, Entschuldigung, bei Metroid, ganz kurz, nee, sage ich nicht. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Franchise-Changer. Ne, vergiss das nicht. Es gibt Franchise-Changer. So. Platz 89. Red Dead Redemption 2. So. Habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert. Aber ich kann es nicht anders leugnen, als dass das Spiel mich nicht so losgelassen hat, als ich das durchgespielt habe. Noch heute denke ich manchmal an diese geilen Szenen nach, die man in dem Spiel erleben konnte. Also Arthur Morgan, die ganze Bande, ich habe es auch schon bei dem Community Top 20 gesagt, die ganze Bande, die man dort erlebt, dieses Familiäre, dieses Miteinander. Obwohl ich gar nicht so empfänglich bin, na gut, das ist Quatsch, wenn ich das sage. Eigentlich bin ich sehr empfänglich für sowas. Aber normalerweise habe ich zu dem Zeitpunkt gar keine Zeit gehabt. Ich habe einfach keine Zeit, ich hatte Zeitdruck wegen Dash FM. Nichtsdestotrotz hatte mich das so in seinen Bann gezogen. Ich habe so viel Liebe empfunden für die ganzen Charaktere, für alle, für Mika und für Sadie Adler, die mir total sympathisch war. Für alle, die da drin waren in der Truppe und natürlich für Van Dutch und für Arthur Morgan und natürlich für John Marston, der dann auch noch sage ich jetzt nicht, aber da gibt es auch super coole Momente mit ihm, auch coole Verbindungen zum ersten Teil. Also ich weiß, dass das Spiel gerade spielerisch sehr, sehr entschleunigt ist und auch sehr viele Probleme hat, bei vielen anzukommen. Es ist halt nicht ein klassisches Assassin's Creed Open-World-Spiel, sondern es ist halt eher so, wir zeigen dir World-Events, wir zeigen dir alles auf eine sehr gechillten Art und Weise. Wenn man sich darauf einlässt oder wenn man es so macht wie ich, der sich nur auf die Story einlässt und sich sagt, fuck it, ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Bankräube zu planen, das habe ich keine Lust drauf. Ich konzentriere mich auf die Story, kriege die hier 20 Stunden lang feinste Hollywood-Unterhaltung. Also wirklich Hollywood-Unterhaltung. Absolut geiles Ding. Mega. Mega. Und ich muss auch sagen, für so ein Spiel, und das ist auch immer für mich sehr schwierig bei so einer Liste, Spiele, die sehr neu und sehr frisch sind, müssen bei mir etwas wirken. Und das hat trotzdem, also obwohl, das hatte, glaube ich, bei mir Platz 2 belegt in dem Jahr, wo es erschienen ist. Und hat mit der Zeit so eine neue Wirkung erhalten. Es gibt Spiele, die dann halt mit der Zeit sogar ihre Wirkung verlassen oder ihre Wirkung verlieren. Gibt's auch, werde ich auch erzählen, wo das mal stattgefunden hat. Bei dem Spiel ist es andersrum. Normalerweise hätte ich das gar nicht reingetan, weil Teil 1 hätte ich jetzt nicht in die Top 100 getan, sage ich euch ganz ehrlich. Platz 2 wiederum kommt rein. Platz 88. So. Platz 88. Street Fighter 2. Das war mein einziger, nein, das ist Quatsch, aber es war mein Launch-Titel für meine Super Nintendo. Viele Leute hatten Super Mario World, Link to the Past, ich weiß es nicht. Aber Street Fighter 2 war mein Start mit der Super Nintendo. Es war mein exzessives Spielen auf dieser Konsole mit meinen Cousins, die zum Zeitpunkt der Kommunion dabei waren. Ich habe es zum Kommunion bekommen, mein Super Nintendo mit Street Fighter 2. Habe ich das gezockt den ganzen Abend. Ich habe es tagelang gespielt. Teilweise auch gar nicht durch. Ich glaube, ich bin immer bis zu Vega gekommen und zu Sagat und dann kam Mr. Bison oder Bison und habe ich es nicht geschafft. Aber trotzdem muss ich sagen, Street Fighter 2, es ist halt ein Spiel, das leider, wenn ich es immer wieder anfasse, kann ich es nicht mehr spielen. Das ist einfach schon veraltet. Man merkt da einfach schon so einen Zahn der Zeit. Ist man Schnelleres gewohnt, man ist Spektakuläreres gewohnt, keine Ahnung. Aber für mich ist es irgendwie trotzdem irgendwie so ein Nostalgie-Pick. Für mich ist das ein Nostalgie-Pick.
komischerweise, ich weiß auch nicht wieso, habe ich die darauffolgenden Spiele von Street Fighter nie richtig gespielt. Also Street Fighter 4 noch ein bisschen, mit dem Rako zum Beispiel nun wieder mal. Aber ansonsten habe ich mit Street Fighter nie so richtig große Berührungen, weil ich auch mit dem Genre nicht so hundertprozentig warm werde. Also ich mag Beat'em-ups, also so Fighting Games sehr, sehr gerne. Aber ob es jetzt in meine Top 100 landet, eigentlich eher selten. Deswegen ist das schon eigentlich krass. Deswegen Street Fighter 2. Kommt gerne rein. Ist doch ganz gut gealtert. Ja, finde ich eher nicht. Das muss ich sagen, finde ich eher nicht. Ist nicht, kann man spielen, definitiv. Aber ich hatte das zum Beispiel auch mal mitgenommen auf dem Beef mit meinen Freunden. Wollte ich Street Fighter 2 spielen. Es hat keine Sau gejuckt. Also wirklich, die haben gesagt, was ist das für ein Scheiß? Und ich habe auch da gemerkt, ja, dann spielen wir doch lieber mal wieder ein Tekken, Tag Tournament oder so. Und das hat irgendwie besser funktioniert. Boah. Machen wir weiter. Platz 87. Ich höre auf zu trinken, weil sonst rotze ich hier gleich einen durch. Platz 87. Amnesia. The Dark Descent. Ein Spiel aus einem Genre, das ich hier noch gar nicht hatte. Horrorspiele. Ich liebe Horrorspiele. Schon immer. Habe ich immer gemocht. Keine Ahnung, was die Faszination dahinter ist. Horrorspiele faszinieren mich mehr als Horrorfilme. Auch Horrorfilme gucke ich gerne, aber Horrorspiele, wenn sie gut gemacht sind, können sie mich richtig, richtig packen. Und Amnesia war so ein Spiel, das habe ich erstmal ein bisschen, naja, ach komm, Amnesia, was ist das für ein Scheiß? Und ich wurde immer wieder belästigt von Leuten, wirklich regelrecht belästigt, die mir gesagt haben, Alter, Spiel Amnesia, The Dark Descent, hast du das schon gehört? Ich meine, okay, ich zock's mal. Und, oh, wer geht jetzt? Oh, Kakao mit Keks. Mach's gut, schöne gute Nacht. So, Amnesia habe ich dann ausprobiert und verdammt, das hat ein Tor aufgestoßen in etwas, was ich schon immer mir gedacht hätte. Wieso nicht mal ein Spiel machen, wo man wehrlos ist, wo man keine Waffen hat, wo man komplett darauf verzichtet, gegen Gegner zu kämpfen, sondern wo man einfach nur die Angst hat vor dem Gegner, dass er einen erwischt. Und das hat es ausgelöst. Amnesia ist, ja, der hat einen Stein ins Rollen gebracht, hat ein Genre erfunden von Resident Evil 7, das Anleihen hatte, Outlast. Und so weiter und so fort. Ganz viele. Jetzt fällt mir gerade dieser Name nicht ein. Dieses Ego-Shooter-Hilflose von Amnesia, das war einfach was Besonderes. Und von so Momenten wie das Wassermonster oder das Monster in der Leichenhalle, so, und dem Moment, wo das dann durch die Tür brechen will. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie krass das eigentlich war. Und diese ständige Dunkelheit und du musstest gucken, wo du irgendwie diese Kerzen anzündest oder die Fackeln oder was auch immer. Das war einfach mega geil. Und deswegen ist Amnesia The Dark Descent, obwohl ich sagen muss, ich habe die Story nicht ganz gerafft, ist egal, für mich hat es die Wirkung. Und für mich war das einfach auch ein sehr, sehr unterhaltsames und auch ganz, ganz neues, ganz, ganz neue Erfahrung. Deswegen Amnesia The Dark Descent. Platz 86. Heavy Rain. Den Teil habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen. Da kam man am Schluss noch rein. Natürlich, Heavy Rain. Heavy Rain auf der PS3. Einfach geil. Und das ist für mich der beste Teil, der Quantic Dream je gemacht hat. Also egal, ob es Fahrenheit war, den ich cool fand am Anfang, aber der dann so dermaßen abgedreht war, dass ich keinen Bock mehr hatte. Dann bis hin zu Beyond Two Souls fand ich auch nicht so spannend, weil das so schlecht erzählt wurde in meinen Augen. Und Detroit, das irgendwie gar keine Wirkung hinterlassen hat, obwohl ich das irgendwie sehr unterhaltsam fand. Heavy Rain hatte aber irgendwie was so Melancholisches, so Atmosphärisches einfach. Das hat mich schon allein von dem Soundtrack her irgendwie total abgeholt. Deswegen war Heavy Rain definitiv für mich ganz, ganz besonders. Damals muss man auch sagen, damals hatte man auch irgendwie so eine Art von Spiel noch gar nicht so im Kopf. Viele haben dann diskutiert, das ist kein richtiges Videospiel. Man kann da nicht richtig sterben. Ja, kann man ja. Man kann ja auch wirklich scheitern in dem Spiel. Man kann Dinge verändern in dem Spiel. Man kann andere Enden bekommen. Leute können in dem Spiel sterben und dann geht die Story anders weiter. Mit diesem Hintergedanken hat man gespielt und dann war dann so eine Sequenz, wenn man sich mit dem Auto in den Gegenverkehr fährt, plötzlich dann viel ganz anders. Dann hat man das ganz anders gehabt. Aber das habe ich bei dir durchgespielt. Stimmt, Draco, das hast du bei mir durchgespielt. Es ist ein cooles Spiel gewesen, hat aber auch über die Zeit hinweg so ein bisschen an Magie verloren.
Ich weiß nicht, ob das an Quantic Dream selber liegt. Ich glaube, ich hätte es sogar weiter höher gerankt, wenn es ein paar Jahre früher gewesen wäre, meine Top 100. Jetzt ist es am Ende auf Platz 86 und bin ich ganz froh darüber. So, wir machen das noch bis Platz 80 und dann machen wir mein Best-of-Video noch. Platz 85. Lone Echo. Hä? Hab ich einen vertan? Ach so. Nein, Platz 85, Lone Echo. Das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen wieder. Und mich überrascht es selber, dass ich das so weit hoch ranke. Aber seitdem ich das... Lone Echo ist ein VR-Spiel, das es auf der Oculus Rift gibt. Oder auf der Oculus Quest. Und ich habe Lone Echo empfohlen bekommen vom Fabian, nachdem ich mir die Oculus gekauft habe oder gemietet habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so wegflasht. Lone Echo ist, hat nämlich eine Sache, die einfach für mich ganz, ganz besonders ist. Ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von Sci-Fi und Weltraum. Vor allen Dingen Weltraum, der nicht so dieses No Man's Sky Weltraum ist, sondern so ein bisschen realistischer gestaltet. Und in Lone Echo spielt man Echo, eine Echo-Einheit. Und der Captain, der dabei ist, ist unser Captain. Und wir sind dort alleine auf so einer Raumstation und müssen in VR, in perfekten VR, uns durch diese Weltraumstation manövrieren. Mit wirklich solchen Bewegungen, dass ich mit den Oculus Quest, wie heißen die Dinger nochmal? Die Handdinger da, muss man sich wirklich so abstoßen von der Wand und sich in Schwerelosigkeit nach vorne bewegen, dann festhalten, wieder so, muss man dann wirklich so sich durch die Raubstation ziehen, muss dann, während man so festhält, muss man dann irgendwas drehen und dann was rausdrehen und dann wieder nach hinten stoßen, um dann nach hinten zu gleiten oder fliegen in Schwerelosigkeit. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein geiles Gefühl das ist. Plus, es hat eine fucking geile Story. Es hat so eine geile Story, dass ich eigentlich gar nicht mehr abwarten kann, wie es mit Teil 2 weitergeht. Und ich mir denke, scheiße, warum habe ich eigentlich keine Quest? Oculus Touch, so war es genau. Deswegen war Lone Echo für mich, also für mich als Sci-Fi-Fan, für mich als Fan von geiler Atmosphäre, von coolen Raumstationen, Action, was auch immer. Und von VR, wo sich das VR so richtig angefühlt hat, als ob ich wirklich da wäre. Es sah nämlich auch übrigens unfassbar gut aus. Ist Lone Echo tatsächlich auf Platz 85 gelandet. Das ist so ein Spiel, es kann auch passieren, weil es auch eine recht frische ist. Ich habe das dieses Jahr gespielt, dass das irgendwie mit der Zeit besser oder schlechter wegkommt, aber aktueller Stand, Platz 85. Platz 84. Katana Zero. Indie-Spiel. Wer es nicht gespielt hat, holt es unbedingt nach. Das ist einfach ein richtiges Brett. Also wenn man bedenkt, dass Indie-Spiele mit der Zeit, also es gibt manchmal gute Indie-Spiele, es gibt interessante Ideen, aber Katana Zero war so ein Indie-Spiel, das einfach von vornherein, also wirklich von A bis Z komplett durchgestylt war. Der Look, die Musik, das Gameplay, die Story, der Impact, absolut Hammer. Habe ich richtig, richtig gerne gezockt. Katana Zero ist auch, ich weiß nicht, das ist so ein Spiel, das könnte ich immer wieder spielen. Also ich könnte mir vorstellen, das auch nochmal zu zocken. Hier irgendwie im Stream oder so, Katana Zero zocken, hätte ich Bock drauf. Also einfach mal wieder anmachen, kann ich einfach immer wieder spielen. Vor allen Dingen, weil das so ein motivierendes und Gameplay ist, wo man immer wieder merkt, ich werde besser, ich werde besser, ich werde besser. Ich merke, wie es funktioniert. Ich kann den Part besser spielen. Ich bin gestorben, weil ich jetzt hier nicht richtig aufgepasst habe. Sowas liebe ich. Wenn es so in Fleisch und Blut übergeht, dass man da richtig, richtig geil reinwächst. Super Ding. Also das ist ein Katana Zero ist ein Pflichtkauf für alle, die geiles Gameplay und alles, was ich gerade aufgezählt habe, mögen. Ah. Weiter geht's. Platz 83. Limbo. Das steht übrigens mit Inside. Also hier könnte auch Inside stehen. Für viele ist Inside und Limbo Top 20 Material.
Für mich ja, ich liebe auch diese Art von Spiel, diese, ich sag, nennen sie mal atmosphärische Plattformer, also Rätsel lösen, Stille, nicht so viel Action. Eigentlich voll mein Thema, voll mein Ding. Aber so weit oben habe ich es nicht gerankt. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Irgendwie war die Konkurrenz vielleicht ein bisschen zu stark. Sie sind kurz, sie sind unheimlich eindrucksvoll. Limbo war auch so ein Teil, der auch sehr wichtig war. Zu dem Zeitpunkt des Erscheinens weiß ich noch, dass viele darüber geredet haben, ob Limbo jetzt Kunst ist, weil es ja schwarz-weiß ist. Da muss man sich mal drüber vorstellen. Nur weil es einen anderen Look hat, haben anderes als Kunst bezeichnet. Eigentlich lächerlich. Es ist einfach ein Spiel, das einen anderen Style verfolgt. Es ist halt eben schwarz-weiß. Inside war es nicht. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein Spiel, das sich einfach unheimlich gut spielt. Es gibt so gut wie, also ich finde, es gibt da keine Game-Stopper. Man rutscht da richtig gut durch, man kommt richtig gut durch, man kriegt eine richtig gute Atmosphäre, kriegt immer wieder Aha-Momente und so. Das ist eigentlich richtig nice. Und wer da irgendwie noch ein bisschen tiefer irgendwie in die Materie eintauchen will, der kann da teilweise auch noch bei der Story noch ein bisschen was hindeuten. Ich finde, es ist ein gutes Spiel und deswegen ist es auch für Niete drin. Sehr oft kopiert, stimmt. Ja. Das ist auch richtig. Nächstes Ding. Platz 82. Ni No Kuni. Wird auch oft vergessen, muss ich sagen. Wenn ich über japanische Rollenspiele nachdenke, denken viele über gerade diese ganz, ganz krassen Weep-Sachen nach. Aber für mich ist Ni No Kuni gemeinsam mit Level 5 ein Wohlfühl-Rollenspiel. Ja, es ist auf Dauer etwas zäh gewesen, hat mich nicht gestört. Ja, das Fighting oder das Kampfsystem war etwas ein bisschen blöd, hat mich nicht gestört. Ich habe das Spiel total genossen. Ich habe die Figuren. Das Einzige, was ich dem Spiel nachsagen würde, ist, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was das für eine Party ist. Also was das für Figuren sind, die man so spielt. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese ganze Idee von einer Parallelwelt, wo man reinkommt, von verschiedenen anthropomorphe Königreiche entstanden sind, wo Oliver, glaube ich, heißt doch der Junge, zum großen Helden wird. Alles so schön erzählt, so schön dargestellt und mit dem Rückwirk, also auch mit der ganzen Idee mit Mr. Drippy und mit der Mutter, die verstorben ist. Also da muss ich schon sagen, da ist schon sehr, sehr viel auch Liebe dran. Und ich liebe halt vor allen Dingen den Look. Liebe den Look. So. Und übrigens, Ni No Kuni 2 habe ich angefangen, habe ich nicht lang gespielt. Platz 81. Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Das ist wieder so ein Genre, das jetzt wahrscheinlich sehr, sehr selten von Leuten gefeiert wird. Ich liebe Point-and-Click-Adventure. Und Black Mirror ist eines der Point-and-Click-Adventure, die mal weniger LucasArts, sondern mehr Erwachsenen-Content bieten, weil Black Mirror eine wirklich unfassbar spannende Kriminal-Story erzählt über Samuel, hieß er nochmal, Gordon, glaube ich. Oh, da sind auch ein paar Leute dabei, die es gespielt haben. Sehr, sehr geil. Also Black Mirror ist halt so, du spielst Samuel Gordon, der kommt auf seinen Gordon-Anwesen, ist eigentlich der, weiß nicht, Nachfahre von seinem Großvater und soll das Anwesen auch irgendwann mal erben. Da wohnen auch nicht mehr so viele, ein paar Bedienstete, ein paar Leute, die noch da leben. Und sein Großvater hat Selbstmord begangen und damit beginnt die Geschichte. Ganz typisch, ja, wer ist jetzt der Mörder? Aber was sich dann entspinnt, und vor allen Dingen ist auch Black Mirror von Future Games so ein Spiel, das sieht auch auf den ersten Blick gar nicht so geil aus. Vor allen Dingen, wenn man dann so diese ganz, ganz langsamen, hölzernen Figuren sieht. Also, sie wirken sehr zu langsam. So, wenn eine Tür aufgemacht wird, ganz langsam gucken sie. Irgendwie finde ich, das passt perfekt. Es passt perfekt für so einen regnerischen Abend, wo du irgendwie so eine geile, gut geschriebene Geschichte erleben willst. Coole Dialoge, sehr spitzig, also sehr scharf geschrieben. Und du mit jedem Wort eigentlich oder mit jedem Satz schon aufpassen musst, dass du irgendwas erfährst über die Geschichte, ist ein richtig geiles Teil. Und leider ist diese Black Mirror-Serie danach leider nie an diese Qualität rangekommen. Black Mirror 2 und 3 zum Beispiel, das waren so ein Doppelprojekt, waren nicht mal halbwegs so gut. Und dieses Reboot, was irgendwann mal vor ein paar Jahren kommt, das könnt ihr gleich vergessen. Also Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Wenn ihr auf jeden Fall auch Spiele haben wollt, wo ihr am Ende denkt, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es endet und was jetzt passiert. Was? Black Mirror ist euer Ding.
So, letztes Spiel, dann kommen wir zu meinem Best-of-Video. Platz 80. Counter-Strike Source. Ja, ja, Leute, ja, ja. Natürlich, wie kann man kein Counter-Strike in seiner Liste haben? Tut mir leid. Ich bin niemals in meinem ganzen Leben der krasse Counter-Strike-Crack gewesen. Nie. Also, warum auch? Ich habe nicht so eine krasse, weiß ich, LAN gemacht oder sowas. Aber ich habe sehr, sehr viele Abende mit Leuten verbracht, über mehrere Jahre hinweg. Immer mal wieder. So eine schöne Wochenend-Session mit Kumpels war immer drin. Von Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Counter-Strike... Ne, vorher war was anderes, Condition Zero oder wie hieß das andere nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Und dann natürlich CSGO. Zocken wir immer wieder. Und ich finde es, obwohl ich jetzt auch sagen könnte, ich spiele immer Dust 2 oder Dust 1, ist es halt einfach für mich ein Dauerbrenner. Es ist eines der wichtigsten lokalen Multiplayer-Spiele, die man so spielen kann. Und deswegen, ich bin auch einfach ein Riesenfan. Deswegen ist auch Battlefield zum Beispiel nur halbwegs meins, weil ich liebe diesen 5 gegen 5 Last Man Standing-Prinzip so, dass Leute über deine Schulter gucken können, wie aufgeregt ich auch immer bin, wenn Leute über meine Schulter gucken, wenn ich der letzte Überlebende bin, wenn ich die Bombe legen muss, wenn ich die Bombe verteidigen muss und so weiter und so fort. Das ist einfach so eine zerreißende Spannung. Deswegen Counter-Strike Source. Das ist übrigens der Teil, den ich am intensivsten gespielt habe von allen Counter-Strike-Teilen. So. Wie kann ich jetzt schnell rausgehen, ohne dass ihr... Genau, das mache ich so. Dass ihr nicht seht, was die nächsten Platzierungen sind. Und jetzt gucke ich, dass ich das Video zum Laufen bekomme. Geht das jetzt? Ja, es geht. Ich werde jetzt aber noch ganz kurz Pause machen. Mir was zu trinken holen und dann gucken wir es weiter. So. Ah. Mal schauen die Nachbarn gerade. Da ist nichts. Alles dunkel. Alle schauen gerade Yetivin. Stream. So. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal ganz kurz das unveröffentlichte Material. Die letzten, also Best of Streams 2000. Nein. Wo war das jetzt nochmal? Das ist jetzt, glaube ich, von, ich sag mal, Oktober, November, Dezember. Also schon 3 Monate, oder wenn sogar vielleicht sogar länger. Genau, jetzt mache ich kurz noch hier lauter, dass ihr auch es hört. Here we go. So. Oh! Danke, Alex, für den gifteten Sub an den Tiger. Ja, der hat's verdient, Kollege. Danke, Alex.
habt ihr Bock auf die Stream-Highlights, Stream-Clips, Yetivin, Oktober bis, keine Ahnung. Achso, warte mal, scheiße. Ich merke gerade was. Eine Sache ist blöd. Und zwar, ich muss das so klein machen, dass ihr, weil ihr sonst seht mein Bild über das andere Bild. Moment. So ist okay. Sehr gut, alles gut. So, das haben wir schon gesehen. Es gibt ein paar Clips, wo ich gemerkt habe, scheiße, die habe ich ja schon mal gemacht. Egal. Mal. Ja, ich habe den Micha umgehauen. Du Blöder! Ich war Dritter! Wer hat den Bumerang geworfen? Nein! Mach nix, mach nix, mach, hol mir jetzt mal schön. Waren nur noch 5 Leute am Leben. Oh, Stern. Da wurde ich geradet gerade. Was? Das war wirklich eigentlich normalerweise tierlieb. Ja, den haben wir schon gesehen, aber der ist immer gut. Ich finde, dieses Schaf, das ärgert mich. Tschüss, Buddy. Tschüss. Nein! Nein! Und das Schaf überlebt. Oh, das sieht aber echt geil aus. Kann ich da raus? Also. Das war für mich schon ein bisschen. Oh, okay, was ist denn mit der Maria? Maria, Maria. Ich erlange deine Beute mit der Kapuze übern Schädel. Hab ich dich so richtig hart genommen? Oh, Maria, Maria. Holte sein Twitch-Money auf jeden Fall, die 20 Cent, die ich hier habe, ne? Kopf ist Waffen mit Fluch und Zahl ist Genshin Impact. Aber ich mache jetzt mal Kopf ist Waffen mit Fluch, Zahl ist Genshin Impact. Und es ist... geht, Leute. Kein Thema. Auf mich könnt ihr zählen. Kriegt ihr wirklich Skill geboten. The Pet, es tut mir wirklich voll leid. Ich finde es super cool, dass du wieder mal vorbeischaust. Aber, The Pet, aber ich muss dir jetzt leider sagen. Der Stream ist vorbei. Ich habe angefangen um 22 Uhr. Da war alles noch gut. Alle waren da. Der Chat blühte, Kommentare sprudelten. Wir waren alle da. Wir haben uns unterhalten, gelacht, geweint. Wir haben Marvel's Avengers gespielt. Wir haben uns den Scheiß gegeben. Wir haben den Scheiß durchgezogen. Und wo warst du? Wo warst du? Das ist eine ernste Frage jetzt. Wir haben den Platz freigehalten. Du bist einer von uns. Du gehörst zur Familie. Wir haben dich nicht vergessen. Wir haben auf dich gewartet.
Wir brauchen deinen Input. Wir brauchen deine Expertise. Aber du bist nicht gekommen. Aber ich bin so froh, Pat. Ich bin so froh, Pat, dass du es noch geschafft hast, kurz bevor ich vom Stream mich lösen wollte, vorbeizuschauen. Und das zeigt, dass du ein Teil dieser Familie bist. Dass du es trotz all deiner Mühen, all deinen Stress, den du momentan hast. Und ich weiß, so eine verdammte Rahmennudeln, wenn sie nicht richtig durchgezogen sind, es ist schon echt hart, dass du es trotzdem geschafft hast, hier vorbeizukommen. Und dafür danke ich dir. Achso, das haben wir schon gesehen, den Clip. Den habe ich jetzt nochmal eingebaut. Ja! Anderes Design auch vor allem. Alter, wenn die Stunden sind Ehrenschulden. Ich fühle mich wie der Bus, ich fühle mich wie der Bus, ich laufe durch die Chat, habe einen Kopf, hab einen Hand, er hat zwei Schlag, hab ihn in die Wand genagt, hab ihn hier in die Ecke gedrängt, Schlag, Schlag in das Gesicht und dann kam der Arkane richtig krass in mein Licht, was ist los? Ich höre lieber auf mit dem Scheiß, ich bin einfach zu müde, Leute. Oh, da ist er, der Moment. Da ist er. Ja! Ja! Du Motherfucker, ich hab dich! Alter, ich hab jetzt keine... Nein. 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 Ich hab jetzt nicht 80.000. Ich kann von hier aus überspringen. Das wird klappen, ich hab 80.000 Seelen gehabt, ne? Das wird klappen. Das wird klappen. Yes, Mann! Teilweise, ja. Und jetzt wird's dunkel. Das wäre ganz creepy, ne? Ich sag das nicht gerade, da geht die Lampe aus. Da geht die fucking Lampe aus. Was der Typ Moment gesagt hat. Alter, du gehst mir so auf die Piss, Alter, ich sag's dir. Geil, ich mach das wirklich. Alles gut. Das stimmt ja auch. Das ist doch hundertprozentig Last of Us, oder? Das ist ja. Last of Us 1. Da ist ja keine Diskussion hier. Ja, da gibt's keine läuft Diskussion. Doch jetzt so die... Oh, jetzt habe ich in den Chat geguckt. Und jetzt sind wir dumm. Wir sind dumm. Oh, wir sind so dumm. Oh, ja. Hab ich Bock drauf. Hab ich Bock drauf. Bin sehr, sehr... Ja. Oh, nein.
Zeit verloren. Das war so dumm. Alter. Ich konnte ihn nicht treffen. Nein, willst du mich verarschen? Ey, komm. So ein Mistscheiß. Das sah aus, als könntest du das Game. Ey, ohne Scheiß. Ich bin mega gut in dem Spiel. Bin richtiger Pro bin ich geworden. Ah, bitte klipp das jetzt bitte nicht, ey. Ohne Scheiß. Das wäre ja mega peinlich. So, jetzt muss ich mal kurz, muss ich mich kurz introduzieren. Ich möchte jetzt die Bestzeit. 40 Sekunden, das krieg ich hin. 40 Sekunden, das krieg ich hin. 40 Sekunden, das krieg ich hin. Ja, und das war der Moment, wo ich die 1000 Follower geknackt habe. Durch den Stream oder durch den Raid von Donny. Ja, Mann. Ja, Mann. Danke für 1000 Follower, Mann. Das ist jetzt quasi, das war der Moment. Das war der Moment, wo die 1000 Follower geknackt worden sind. Ein unfassbar krasser Streaming-Abend mit glaube ich, 4 Raids, von auch große Raids mit Dave Gaming, Matt Tears und, also Matthias von Game 2 und Donny. Warum hat er dich geradet? Kennt ihr euch? Nee, wir kennen uns nicht. Das ist quasi vom Snowflakes ausgegangen. Der Snowflakes ist auch ein, hier im Chat jemand, der immer öfter vorbeischaut. Und der hat das, glaube ich, vorgeschlagen und das ist dann quasi mal geglückt. Und dementsprechend war das dann quasi dabei. Ey, ohne Scheiß, diese ganzen Videos oder diese Best-of sind natürlich nur entstanden, weil ihr die Clips gemacht habt. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also eure Clips haben quasi jetzt dieses Video gestaltet. Ihr seid die Content-Creator. Natürlich habt ihr ein bisschen da hier und da noch ein bisschen was hinzugefügt und gefuscht. Aber grundsätzlich habe ich mich jetzt nicht nochmal durch alle meine Streams durchgewurstelt, sondern habe einfach mich auf die Clips verlassen. Einen Clip habe ich übrigens noch nicht gezeigt. Fällt mir gerade ein. Und das ist, ich bin der Meinung, das ist, soll ich auch sagen, was der beste Moment überhaupt war jemals in einem Stream für mich. Ihr könnt es euch denken, aber das müssen wir uns nochmal angucken, weil ohne Scheiß, es ist für mich ein so toller Moment gewesen. Es ist natürlich, also das ist wirklich der schönste Streaming-Moment als Papa sowieso, wer den nicht gesehen hat. Das hat mich einfach vollkommen, das fand ich mega geil. Ne, nicht mal 7. Aber die anderen. Was ist, muss ich dann aber sagen, mein Sohn ist Säule davon. Hier kriege ich Pro die. Ohne okay, Ende. Also das ist trotzdem einfach dumm, Tello die ganze Zeit und deswegen kennt er einfach viel mehr als ich. Wir fliegen mal ganz geschmeidig, ohne Boost. Ohne Boost. Ohne Boost. Nein! Oh Mann, der haut noch in die Gülle da rein. Vielleicht kriege ich. Es geht nicht. Es ist einfach das letzte Stück. Das funktioniert nicht. Ich muss den Kugelwilli mehr fliegen lassen und ihn dann übernehmen. Erstmal machen wir dir das da weg. Komm mit. Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es war auch eine Zeit, da waren sie was ja. Was ist das? Das habe ich noch nicht gewusst. Und ich war alleine zu Hause und die haben mir zugeschaut im Urlaub über also. Handy. Das sieht da tot. Oh, aber das habe ich ja gar nicht gewusst. Stimmt, das steht wirklich da unten drin. Ah, ich hab's gleich. Das reicht nicht. Das ist die Idee. Komm schon. Komm schon. Ich hab's nicht geschafft wieder, Mann. Das ist doch nicht mein Ernst. Jetzt. Oder was? Man merkt, es war Sommer. Oh, so eine ganz. Das ist eine ganz, ganz ungünstige Kameraposition. Warte mal, ich rufe jetzt mal meinen Sohn an und er soll es mir mal erklären. Schon wie du schaffen kannst. Du musst dort drüber sprechen. Und dann musst du ihn ganz schnell auf ihn die mit zweimal werfen und dann fährst du, dann fliegst du ganz schnell und dann schaffst du es. Aber ich bin doch schon auf der ersten Säule und wo soll ich denn jetzt, wo soll ich werfen? Auf welche Rakete soll ich werfen? Auf die erste?
die zu dir zukommt. Und dann, wenn du auf einer Säule bist, dann musst du als erstes links, als erstes rechts und dann links und dann musst du dann auf die zweimal die Mitte werfen und dann fliegst du dorthin, aber auf, du musst aber auf die linke Säule gehen, okay? Also auf die, ach so, die linke, nicht die rechte? Nicht die rechte, sondern die linke. Alles klar. Leute, so wird das gemacht hier. So wird das gemacht. Habt ihr es nicht verstanden? So. Also, erstmal auf die erste Säule. Nicht die, die nicht mit dem Mond ist. Was schon irgendwie komisch ist, weil es falsch ist. Hab ich grad. Dann kommt... Ach so, Moment! Er hatte recht gehabt! Er hat recht gehabt! Jawohl, Alter, Julian! Julian, ich schaff's! Yes, Alter! Julian! Einfach das. Julian, du bist einfach der beste Mann! So geht das in dieser Familie! So geht das! Direkt beim ersten Mal, ich glaub, ich spinn. So gut! So gut. Das ist, glaube ich, der beste Streaming-Moment, den ich jemals hatte. Das fand ich jetzt einfach mega gut. Das war ein geiler Moment, Alter. Das war ein guter Moment. Ohne Scheiß. Das ist mein Lieblings-Streaming-Moment immer noch. Weil einfach das, natürlich, als Papa ist das sowieso klar. So, dann würde ich sagen, Leute, machen wir weiter, oder was? Machen wir weiter mit, oder seid ihr noch da? Seid ihr down? Was geht ab? Seid ihr down? Seid ihr überhaupt noch on fire? Habt ihr noch Bock? Oh, danke für die 100 Bits. Kachuba. Würde sterben vor Stolz. Ja, so ein bisschen schon. Ein bisschen bin ich da schon so ein bisschen aufgegangen. Vor allen Dingen war es einfach so perfekt. Ich wusste, das ist ein so guter Moment, ey. I'm down. Ich kann die ganze Nacht. Nice. Wie viele Leute sind wir denn eigentlich am Start? Ich muss gerade mal gucken. Das kann ich noch hier schnell machen. Alter, immer noch so viele Leute. Uiuiui. Leute, machen wir jetzt hier weiter mit der Top 100 oder was? Wir waren bei Platz 80. Und ihr seht jetzt Platz 79. Du hast zwar Hemd und Krawatte an, aber trägst du auch eine Hose. Junge. Was mache ich eigentlich gerade hier, Alter? What the fuck? Ich habe gerade überlegt, was... Ach, scheißegal. Platz 79. Soll ich mal größer machen? Hier, warte mal. Ich kann dich doch bestimmt größer machen. Ups. What the fuck, was passiert? Jawohl, so wollte ich das sehen. Alles klar. Alles zerschossen. Egal, dann machen wir es aber so. Webcam. Für den Abend reicht das. So, here we go. Okay. Platz 79 ist Skyrim. Ich weiß, jetzt kommen ein paar Leute. Das ist nicht so geil und so. Ich habe da auch sehr stark gehadert. Aber Skyrim, und da zähle ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt alle Elder Scrolls Teile mit rein, obwohl ich immer meckere. Ich meckere immer über die Skyrim oder über Elder Scrolls Reihe, weil ich bin der Meinung, es ist nicht das beste westliche Rollenspiel. Auf gar keinen Fall. Es gibt deutlich Besseres. Aber die Elder Scrolls Reihe hat trotz alledem jedes Mal in mir irgendwas ausgelöst. Also ich liebe die Musik. Das ist halt Jeremy Soule ist einfach ein Gott, was das anbelangt. Die Spielwelt zieht mich in seinen Bann. Die Nebenquests, also Oblivion zum Beispiel, habe ich auch richtig gerne gespielt. Weil Oblivion hatte, wie ich finde, die besten Gildenquests. Da habe ich auch 1000 G gemacht und daher kenne ich das auch, wie bei Fallout 3, dass ich die ganzen Quests gemacht habe. Und das sind so gut geschriebene Quests dabei, diese Maler-Quests und so. Skyrim hatte nicht so geile Quests, aber war halt einfach von der Spielwelt etwas, was ich einfach so cool fand. Mit der nordischen Welt und den Gebirge und dem weitläufigen Ding.
Ich muss wirklich sagen, Skyrim, obwohl ich immer noch der Meinung bin, ist es nicht das beste Spiel. Und hier in dem Fall sage ich mal, also Morrowind zum Beispiel habe ich ja auch gespielt, aber das hat bei weitem nicht so einen großen Impact auf mich wie Oblivion und Skyrim. Obwohl ich da immer wieder gegenspreche, liebe ich dieses Spiel eigentlich. Das ist, klingt jetzt komisch, aber für viele ist es das beste Rollenspiel des Jahrtausends oder so. Okay, Witcher 3 kam dann irgendwann mal hinterher. Pixel, mach's gut. Noch bis, ja, bis bald. Jetzt mit halbem Cover? Nein, ist nicht halb. Nee, ist alles gut. Aber trotzdem, würde ich lügen, wenn ich nicht erzählen würde, wenn ich zum Beispiel bei Skyrim auch wieder, weiß nicht, 50, 60 Stunden gespielt hätte, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten hätte und so. Ist wie gesagt, gutes Ding. Platz 78. Super Mario Odyssey. Und damit, und das werde ich jetzt hier auch an der Stelle sagen müssen, es ist für mich das beste 3D Mario. I said it. Sorry, not sorry. Und der Stream ist auch mit Schuld, muss ich dazu sagen. Ich mag Mario 3D, 3D Marios. Liebe ich, ist halt so. Also egal, ob es jetzt ein Galaxy ist oder ob es ein Mario 64 ist, weil Sunshine habe ich immer noch nicht gespielt. Es ist egal, aber von all denen habe ich Mario Odyssey am meisten gespielt und das lag auch vor allen Dingen an dem Stream. Ich muss halt wirklich sagen, die Monde zu sammeln macht nicht nur mega viel Spaß, sondern es zeigt auch, wie kreativ dieses Spiel ist, wie viele Ideen sie sich einfallen lassen haben, wie viele kleine Sachen die haben. Ich glaube, jedes 3D Mario bietet das. Und mit jedem 3D Mario werde ich meinen Spaß haben, auch im Stream würde ich meinen Spaß haben, aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel hat für mich einfach... Weiß nicht, hat für mich einfach alles rundum gelungen hingekriegt. Checkmate, mach's gut. Danke für die Glückwünsche und wir sehen uns beim nächsten Mal, Checkmate. Und du kannst ja quasi, ich mache jetzt noch bis Platz 50 und dann machen wir beim nächsten Mal die restlichen Plätze. Deswegen machen wir weiter mit Platz 77. Sekiro. Shadows Die Twice. Es ist komisch, dass ich das jetzt hier reingebaut habe, weil ich habe es nur einmal durchgespielt. Und es wäre noch zu frisch, um es nochmal durchzuspielen, glaube ich. Aber es war mein Spiel des letzten Jahres, 2019. Ich habe das mega gefeiert. So. Ich fand es schade, es gab mal so eine Twitter-Unterhaltung. Jetzt verrate ich mal was. Es gab mal so eine Twitter-Unterhaltung von so zwei Leuten, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, so. Wir haben es auch nur mitbekommen, weil wir dann getaggt wurden. Das waren zwei Dash FM-Hörer und die haben sich unterhalten über Sekiro und haben dann gesagt, ja, sie fanden es so schade, dass der Fabian das so schlecht bewertet hat in seiner Top 10 des Jahres und dass sie dann das auch abschalten wollten, den Jahresrückblick und so, und weil wir das so schlecht bewertet haben. Und ich habe mir gedacht, hä? Ich hatte das auf Platz 1. Das war mein Spiel des Jahres. Wieso werde ich da so ignoriert. Es war ein fantastisches Abenteuer. Ich finde diese Momente, wo du dann plötzlich dieses Kampfsystem verstehst, wie schnell das Spiel ist, wie cool du dich bewegen kannst, wie du die Gegner one-hitten kannst, wie diese Kämpfe ausgeführt worden sind in diesen mit den Bossen und so, dass du dann wirklich hochkonzentriert die Attacken auslöst oder parierst, besser gesagt. Das ist einfach so geil. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du da nochmal ein Replay anguckst, denkst du dir, Alter, wie Trant bei Game 2, denkst du dir, boah, wie gut bin ich eigentlich? Das ist für mich einfach sowas von hammergeil und deswegen, muss es in diese Liste sein. Ich hätte selber nicht gedacht, 77 ist schon ein sehr hoher Platz eigentlich für so ein Spiel, das so frisch ist. Aber ich wollte es trotzdem irgendwie drin haben und es war für mich zum Beispiel besser als Skyrim oder Mario Odyssey oder was wir sonst noch schon in der Liste hatten. Nächstes Ding. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, du liebst das Game. Hä, ich verstehe nicht. Ah, liebst das Game im Sinne von noch weiter oben. Nee, da kommen... Leute, es gibt so viele Konkurrenz. Ihr werdet das schon merken. Zumindest für mich. Platz 76. What Remains of Edith Finch. Das ist ein kurzes, kleines Indie-Spiel im Vergleich zu den anderen Sachen.
Aber das ist einfach rundum gelungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel so Narrative Explorations spielst, wie ein Vanishing of Ethan Carter oder D.A.S.T.A. und sowas, da ist einfach What Remains of Edith Finch einfach die Speerspitze. Das ist es, wo man sagt, okay, so will ich das haben. So, natürlich ist es ein Spiel, wo kein Anspruch entsteht. Natürlich ist es ein Spiel, wo du nicht, weiß nicht, wo du keine Challenge hast, aber da existieren so viele verschiedene kleine Geschichten, so viele Momente, die einfach total goldig sind. Bin ich kurz raus. Das ist so kreativ und hat so viel und hat auch immer noch diesen tragischen, diese tragische Story im Hinterkopf, so, die man auch natürlich nicht vergessen darf. Das ist einfach großartig. Das ist großartig. Und ich habe es einmal durchgespielt. Ich glaube, ein zweites Mal muss ich es nicht durchspielen, weil viele Dinge sind mir einfach noch im Kopf geblieben und das passt auch so. So muss ich das machen, so muss das gespielt werden, finde ich. Weil sonst würde man die Magie dann vielleicht verlieren. Diese einzelnen Abschnitte in dem Spiel, von dem Baby in der Badewanne bis hin zu dem Arbeiter, der die Fische köpft und so. So viele krasse Passagen. Absolut perfektes Narrative Exploration Game. Walking Simulator nennen es einige, das finde ich ein bisschen schade immer. Super gut. Der Wow-Effekt dieser kreativen Eindrücke wäre beim zweiten Mal auch weg, stimmt. Und Malogus schreibt noch was ganz, ganz Wichtiges. Leute, die denken, Platz 77 niedrig ist, unterschätzen, wie viel Matthias gezockt hat. Exakt. Exakt. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass Malogus definitiv viel mehr gespielt hat mittlerweile als ich. So, Platz 75. Oh ja, Bundesliga-Manager-Hattrick. Ich habe es ja schon oft erwähnt, ich bin ein großer Fußballfan. Und ich habe auch gerade vorhin erwähnt, ich habe in meiner Jugend oder in meiner Kindheit eher gesagt, sehr, sehr viele Manager- bzw. Aufbaustrategiespiele gespielt. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie viel Zeit ich in so Manager-Spiele gespielt habe, wie zum Beispiel den Eishockey-Manager, den Tennis-Manager. Anstoß 3 habe ich tatsächlich nie gehabt, muss ich dazu sagen. Aber auch wie Bundesliga-Manager Professional. Oder natürlich auch Fußballmanager, aber vor allen Dingen Bundesliga-Manager Hattrick. Wirklich stundenlang haben wir das gespielt. Wir haben es zu zweit gespielt. Ich habe es alleine gespielt. Ich habe immer neue Teams gemacht. Ich habe das Lotto gespielt. Natürlich, das ist einfach für einen Fußballfan das, ist das Beste, was du haben kannst. Und vor allen Dingen muss ich sagen, diese Zeit der Managerspiele, der Fußballmanagerspiele, war das noch cool, weil das war nicht so komplex. Da ging es nicht darum, Interviews zu führen oder ein Mitspieler deiner Mannschaft möchte nicht mehr auf der Bank sein, was sagst du ihm? Deine Frau möchte in Urlaub fahren, du möchtest aber ins Trainingslager. Fuck it, das will ich ehrlich gesagt gar nicht machen. Ich möchte rein nur auf sportlicher Ebene wichtige Trainingseinheiten einstellen. Ich möchte gerne die Aufstellung einstellen und möchte gerne Spiele simulieren. Mehr will ich nicht und deswegen war das auch das absolut Höchste, was ich haben kann. Seitdem spiele ich fast gar keine Manager-Spiele mehr, aber Bundesliga Manager Hatchback ist für mich auch so wie Theme Park eben so ein Spiel, das habe ich einfach in meiner Kindheit unfassbar viel gespielt. Ja, viele Spiele mögen Anstoß 3. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, ich vermute mal, dass es auch das ist, was hast du denn gespielt in der Zeit? Ich habe halt Anstoß 3 nicht gespielt und habe dafür hingegen aber andere Manager-Spiele gespielt. Und da war Hattrick das Beste. Ob Anstoß 3 da besser gewesen wäre, kann sein, aber ist jetzt auch nicht meine Liste. Platz 74. Dragon Age Origins. Tja. Wo wir doch gestern den Trailer zum nächsten Dragon Age gesehen haben. Deswegen ist das für mich ein, deswegen ist es persönlich. Da geht es um was Persönliches. Ich habe das Spiel auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe Dragon Age Origins lange Zeit liegen lassen. Ich wurde immer wieder darauf hingewiesen, spiel's mal, es wird dir gefallen, du magst auch Mass Effect, Bioware, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, ja, aber dieses scheiß Kampfsystem, ich hasse das irgendwie, dass die Spielfiguren nicht in Echtzeit kämpfen, dass ich irgendwelche Attacken auswähle und ich nur so Zahlen aufploppen sehe. Ich habe da keinen Bock drauf irgendwie. Was habe ich mich geirrt? Bei diesem Spiel bin ich reingegangen und dann plötzlich so nach 20 Stunden oder so, oder übertrieben, aber so nach 7 Stunden oder so, oder 6, 7 Stunden, wo ich dann irgendwie durchgezockt habe, habe ich mir gedacht, Alter, ich komme da gar nicht mehr los von dem Ding.
boah, das hat mich richtig umgehauen. Ich liebe vor allen Dingen an Dragon Age Origins, wie kaputt die Welt ist. Also das ist, also obwohl man da schon viel Hoffnung sieht, aber da sind so viele Dinge, die da falsch laufen und so viele Dinge, die ein anderes High-Fantasy-Rollenspiel nicht ansprechen, so mit Diskriminierung und solche Sachen. Diese Truppe, die man da zusammenkriegt, diese Lagerfeuer, die man hatte, Morgaine, die einfach ein so spannender Charakter ist. Deswegen ist Dragon Age Origins einfach auch erzählerisch ein unheimlich starkes Stück. Ich habe da nach Stunden plötzlich dann voll die Sorge gehabt, dass da meine Teammitglieder irgendwie draufgehen oder sowas. Egal, also kein anderes Dragon Age Spiel danach hat wieder dieses Gefühl wieder so zurückgebracht wie Dragon Age Origins. Und deswegen ist es hier drin. Deswegen ist es drin. Platz 73. Catherine. Das ist eines dieser Spiele, habe ich unfassbar lange einfach auf die lange Bank gelegt. Ich habe gedacht, ach komm ey, Persona und so, das interessiert mich nicht, ist mir zu viel Japan, will ich nicht. Und irgendwann habe ich im Dash FM Podcast ja irgendwie die Idee gefasst, ich werde mir mal PlayStation Now angucken. Weil das neu war, das war für mich noch völlig Neuland, deswegen habe ich das ausprobiert und da gab es dann halt ein paar Spiele zur Auswahl, unter anderem Catherine. Da habe ich gesagt, das probiere ich jetzt mit Catherine aus, ich wollte es nicht spielen, aber komm, zocke ich mal Catherine. Und ich habe es durchgespielt und im Laufe der Jahre wächst immer mehr diese Liebe zu diesem Spiel. Ich denke immer wieder daran zurück, wie cool ich es fand, in dieser Bar rumzuhängen, mit meinen Leuten zu labern, ein Bierchen zu zischen hier, ne? Ich hab mega Bock gehabt auf diese Puzzle-Einlagen. Komischerweise, obwohl es immer das Gleiche ist, immer das Gleiche, nur mit so ganz, ganz leichten Ergänzungen, habe ich irgendwann mal das vor meinem inneren Auge gespielt und konnte nicht mehr schlafen, weil ich ständig immer so hoch, rechts, hoch, runter, links, hoch, immer diese Bewegungen irgendwie im Kopf hatte. Absolut geiles Ding. Und die Story war auch absolut top. Also mit Catherine und die zwei Catherines und so und das mit den Schafen und sowas. Das war einfach mega geil. Jetzt muss ich kurz was gucken, weil es gerade irgendwas vibriert hat. Was ist los, Buddy? Jo. Mega gutes Ding. Catherine, absolut top. Ich glaube sogar im Laufe der Zeit wird es immer weiter steigen, weil. Komisch. Manchmal ist es so, dass du Spiele siehst oder dich an Spiele zurückerinnerst und dann gewinnt das so, kommt das so ein Feenstaub, so ein glänzender Mantel drumherum und du denkst, oh, was schön die Zeit. Keine Ahnung warum. Platz 72. Ghost Trick Phantom Detective. Das ist leider eines der unterschätztesten Spiele auf dieser Liste. Eines der Spiele, die in meinen Augen viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Ein Capcom-Game auf dem DS, welches ich auf den 3DS gezockt habe, aber ganz, ganz wenige Leute haben das gespielt. Und es muss ein Switch-Port her. In Ghost Trick geht es um einen Mann, der getötet wird zu Beginn des Spiels und nicht weiß, und danach als so eine spirituelle, ihr seht es ja, so eine spirituelle blaue Figur noch so um die Welt wandert. Und jetzt herausfinden möchte als Geist, was, also er hat dann glaube ich sein Gedächtnis verloren, er weiß nicht mehr, warum er getötet worden ist und das Ziel des Spiels ist herauszufinden, was da überhaupt der Grund für diesen Mord ist. Und wir können uns ausschließlich in dieser Welt in Objekte rein warpen, keine Ahnung. Also man kann mit dem Stift, mit dem DS sozusagen ziehen, okay, ich gehe jetzt ins Fahrrad zum Beispiel und kann das Fahrrad dann die Klingel benutzen. Wenn ich die Klingel benutze, kann ich dann beispielsweise einen Hund auf die Klingel aufmerksam machen, der dann halt rumläuft. Und irgendwie so muss ich versuchen, mich durch die Welt zu bewegen, um Gespräche zu lauschen, um Dinge einzusehen und so weiter und so fort. Und das ist ein langes Spiel, es geht glaube ich auch so 20 Stunden. Es ist unheimlich witzig, geil animiert, geiler Look, super cool gemacht und einfach eine verdammt coole Story. Und deswegen ist Phantom Detective eines der unterschätztesten Games, die ich je gezockt habe.
Jo, Captain Slowmo, ich werde mich auf jeden Fall melden und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ghostrick kenne ich nur vom Gute-Laune-Typ. Oh, ich hoffe doch, dass er das gut bewertet hat. Ist echt eine Schande, dass das so wenige gespielt haben. Total innovativ. Ja. Hätte auch echt eine Fortsetzung verdient. Auch das definitiv. Also zumindest ein Switch-Port. Das muss möglich sein. Wenn alle Scheiße geportet wird, das muss doch auch möglich sein. Vom DS. Wäre eine geile Nummer. Platz 71. Jo, bis nächstes Mal, Slowmo. Mach's gut. Danke fürs Vorbeischauen. Rocket League. Natürlich. Also, komischerweise erstmal so angefangen als, ja, ganz nett. Dann, ja, sollen wir was zocken? Was zocken wir? Ja, zocken wir Rocket League. Was hat irgendwie jeder? Und plötzlich, immer dabei. Immer spiele ich das mit Freunden. Immer spiele ich das, wenn ich zum Beef fahre. Es wird immer ausgepackt. Wir spielen immer Rocket League 2 gegen 2. Es macht unfassbar viel Spaß. Vor allen Dingen am Anfang, wenn noch keiner so richtig einen Drive hat und weiß, wie er fahren muss, wie er springen muss, wie er den Ball bewegen muss und so. Unfassbar witzige Szenen, unfassbar packende Spiele. So dumm diese Idee ist, so genial ist das Ganze. Rocket League kann man immer spielen. In meinen Augen kann man immer zocken. Und deswegen ist das hier drin. Also höher gerankt als Counter-Strike Source, obwohl Counter-Strike Source definitiv so der längere Vertreter ist, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, das werde ich immer spielen können und werde es auch immer spielen. Idee von Stefan Raab geklaut. Ich glaube, die Leute von Rocket League wissen gar nicht, wer Stefan Raab ist. Nie gedacht, dass du es so sehr feierst. Ich zocke das jetzt nicht dauerhaft, aber ich spiele das immer wieder. Und es ist immer wieder auf meiner Platte und es bleibt drauf, weil ich das immer auspacken kann. Wenn Leute kommen und fragen, was soll man spielen, dann wird halt Rocket League ausgepackt, weil das halt immer geht. Immer. Auch vor allen Dingen, also wenn ich jetzt gerade lese, dadurch, ich kein Fußballfan bin, Rocket League ist nicht Fußball. Das hat zwar einen Ball und zwei Tore, aber es ist nicht Fußball. Es kann jeder zocken. Das ist das Gute an dem Ding. Platz 70. Prince of Persia, Sands of Time, Trilogy. Konnte mich nicht entscheiden. Ich mag alle irgendwie. Ich mag vor allen Dingen den ersten, weil der natürlich so ein bisschen das Ganze ins Rollen gebracht hat. Vor allen Dingen ist der erste noch so ein bisschen mehr so Tausend eine Nacht Märchen, orientalische Flair. Warrior Within und The Two Thrones war dann mehr so edgy, wir müssen cool sein, aber hat mir gepasst, hat mir gut gefallen. Deswegen ist Prince of Persia halt für mich eine geile Reihe. Leider auch sehr unterschätzt. Jetzt kommt ja das Remake, was ja aber irgendwie nicht so viel keinen guten Eindruck macht, sagen wir es mal so. Aber ey, diese Reihe ist einfach großartig. Ich finde, in keinem Spiel habe ich so gerne geklettert, muss ich sagen. Also doch, schon. Aber ich muss sagen, diese Mischung aus Klettern, wo das Klettern auch noch ein bisschen mehr Anspruch erforderte, das Kämpfen gegen die Gegner, diese ganze Geschichte um den Dolch der Zeit und das Schicksal, was der Prinz dann hatte. Liebe, muss ich wirklich sagen. Liebe. Für mich wäre das sogar, muss ich sagen, ein Titel, der eine Zeit lang sogar höher gerankt war. Also ich sag mal so, der wäre bei mir sicherlich auch unter den Top 30 vielleicht, 40, 50. Aber dann kam so viel Konkurrenz, dass der dann immer weiter runtergewandert ist. So, der lässt sich zumindest heute noch richtig gut spielen. Ich habe den vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren habe ich den ersten Teil nochmal gespielt, also so Sands of Time. Und ich habe auch irgendwie eine relativ komische Berührung mit Prince of Persia. Ich habe den NES-Teil damals gezockt. Den habe ich sogar noch hier, meine ich. Irgendwo in einem Schrank. Deswegen kannte ich das schon so und es war mir nicht neu, aber deswegen, und vor allen Dingen, ich glaube, Prince of Persia ist deswegen nicht so beliebt, weil es halt ein Setting ist, das nicht so spannend ist für viele, so Perser und Krummsäbel. Ich glaube, die meisten haben mehr Bock auf Gatling Gun und Cyberpunk und so. Aber ich muss sagen, trotzdem, ich mag das, ich mag den Prinzen, ich mag Farah und mag die Reihe. Das Game muss mindestens unter 50, ja, bei dir vielleicht, bei mir noch nicht. So. Platz 69. Wir rücken näher zur 50. The Darkness 1. Das ist von den gleichen Machern wie Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Und die nennen sich Starbreeze Entertainment. Die sind aktuell in Schieflage. Ich glaube nicht mehr, dass die lange machen.
aber die haben damals einem ebenso mit Escape from Butcher Bay gezeigt, was sie für Spiele machen können, und The Darkness war da einfach nochmal eine Schippe drauf. Bei mir, ich stoß, ich darf es aufhören, so viel zu trinken. Es ist ein düsteres Spiel. Es sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen kalt aus. Es ist New York, es ist dreckig, so U-Bahn-Station. Aber Jackie Estacado wird an seinem, ich glaube, 18. Geburtstag oder 21. Geburtstag von The Darkness heimgesucht. Und in ihm wohnt jetzt eine Art dunkle, das dunkle Böse. Und mit denen kann er dann quasi halt seine Gegner besiegen. Denn er ist in der Mafia und sein Onkel, der die Mafia betreibt, möchte ihn tot sehen, weil er denkt, dass er ihn verraten hat. Und dementsprechend muss sich Jackie irgendwie rächen. Und das macht er mit seinen Tentakelarmen, mit dunklen Schergen, mit Fähigkeiten. Und es ist auch so, es ist nicht nur ein reiner Shooter. Wer denkt, das ist jetzt ein reines Action-Game, der irrt sich. Das ist halt auch noch ein bisschen, das mag ich halt. Ich mag nicht so pure Action-Shooter-Sachen, sondern ich mag es, wenn diese Action sich immer abwechselt mit so ein bisschen Erkunden, mit ein bisschen Gespräche, mit ein bisschen Nebenquests. Und das hat damals so viel krassen Impact auf mich gehabt. Das hat eine der geilsten Story-Twists ever für mich. Also muss ich wirklich sagen, da war ich komplett down. Und ich muss auch sagen, dass ich die Comics auch nicht kannte, muss man vielleicht dazu erwähnen. Und es ist deswegen auch so wichtig, weil das war eines der ersten Spiele, die ich auf meiner Xbox 360 gespielt habe. Und damit auch das erste Spiel oder eines der ersten Spiele auf der Konsole, weil ich ganz, ganz lange Jahre halt PC-Spieler war. Ich war in der Jugendzeit ganz, ganz viel PC und bin dann zum ersten Mal wieder rübergewechselt als kompletter Consolero. Und The Darkness war einer der Gründe davon. So, The Darkness war einer der Gründe, warum ich auch sagte, ich möchte gerne eine Xbox 360, weil das Spiel, ich mochte schon Escape from Butcher Bay, ich mag den Entwickler, ich finde das Spiel sieht super gut aus und ich habe mich nicht geirrt. Es ist fantastisch geworden. Platz 68. Pandora's Tower. Leider ein nicht so hochauflösendes Cover. Das ist auch leider ein sehr unterschätztes Spiel. Gibt es ausschließlich auf der Nintendo Wii. Da auch bitte, bitte Nintendo, bringt einen Switch-Port. Es würde so viele Leute begeistern. Denn dahinter verbirgt sich ein so geiles Actionspiel mit einem Typen, der eine Kettenpeitsche hat und eine Frau retten möchte, die zu Hause in so einer Hütte verweilt und immer von Tag zu Tag mehr zu einem Monster wird. Und er muss dann in verschiedene Türme, um dort bestimmtes Dämonenfleisch zu sammeln. Und das ist sowas von geil und hat so viel Spaß gemacht. Das Gameplay ist on point, macht mega Bock. Die Bosse sind super geil designt. Und es ist, ich halte da eine Fahne hoch, Alter. Es war so eines dieser drei glorreichen Spiele, die mal in den Westen gekommen sind. Das war ja Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower und The Last Story. Und alle reden über Xenoblade Chronicles. Pandora's Tower wird mir viel zu selten genannt, weil es wenige gespielt haben. Es ist mega. Es ist mega. Also ich muss sagen, ich müsste es nochmal spielen, aber ich... Die Erinnerungen haben so viel Gutes, dass es bei mir immer weiter hochgewandert ist. Deswegen ist es bei mir auf Platz 68. Ich weiß nur, dass es Fabian nachgeholt hat, aber leider habe es leider nie gespielt. Ja, er hat es auch richtig gefeiert. Platz 67. Mafia. Das ist ganz stark abgerutscht. Das war eigentlich auch ein Spiel, als ich es damals auf dem PC gespielt hatte, habe ich das auch so gefeiert. Also ich war schon immer ein Fan davon, wenn Videospiele versucht haben, so filmisch Geschichten zu erzählen. Wenn es nicht nur Arcade hier, Rank S, Rank A, sondern wenn es auch versucht, irgendwie eine geradlinige Geschichte erzählt mit Charakteren und Motivation und Entwicklungen. Und Mafia hatte genau diesen Spirit. So, das ist von Daniel Wawra, der hat später dann Kingdom Come Deliverance gemacht. Und der hat Mafia geschrieben und ich finde diese Geschichte, fand ich damals unfassbar gut. Ich habe damals dann auch alle Autos gesammelt, in die Garage gefahren. Ich habe zu Mafia damals auch eine Website errichtet und versucht, die Charaktere näher zu erleuchten. Also ich habe mich da richtig reingebissen. Problem ist,
Mit der Zeit hat sich das so ein bisschen, ist das ein bisschen verblasst. Mafia, die Serie, hat auch langsam nicht mehr so diesen Spirit für mich erreicht, wie es mal war. Mafia 2 fand ich noch gut als Actionspiel, aber leider nur gut. Mafia 3 war eine Katastrophe und das Remake. Ich weiß nicht, ob es das Remake ist oder ob es daran lag, dass ich einfach merke, okay, diese Art von Spiele kann ich halt heute nicht mehr so feiern. Es ist geil, trotz alledem, aber es. Also den Impact, den es quasi damals hatte, 2001 oder sowas, den hat das Remake nicht mehr. Deswegen ist Mafia bei mir hier auf Platz 67. Oh, ich muss mal ein bisschen. Nur das Remake gespielt und mir hat das Remake gut gefallen. Ja, das ist ja cool. Das ist gut, dass sie es dann gemacht haben. Das Original hatte halt auch noch wirklich noch, auch noch diesen Flair von so einem Mafia-Film und so. Ja, mochte ich halt damals. War ein richtig geiles Ding auf dem PC. Platz 66, ich muss kurz bis auf. Ich muss mal hier in den Stuhl. So, here we go. Boah, wir müssen was bis Platz 50 ist noch. Also, Platz 66, God of War. Hier steht God of War 3. Damit werde ich aber die ursprüngliche Reihe mit meinen. Also God of War 1, 2, 3 und God of War Ghost of Sparta und Chains of Olympus habe ich auch nachgeholt. Ich habe es nicht auf der PlayStation 2 gespielt, sondern auf der PlayStation 3. Da gab es dann irgendwann mal diese HD-Collection von den ersten beiden Teilen. Dann kam der dritte, dann kamen auch noch die PSP-Teile und ich habe sie alle gezockt und ich fand sie alle unfassbar geil. Diese brachiale Action, diese Kamerafahrten, dieses Lineare, aber wo du hin und wieder mal puzzeln musst, wo du hin und wieder mal fette, unfassbar epische Fights hast, fand ich einfach geil. God of War 3 steht jetzt hier als Exemplar, weil das nämlich für meine Begriffe das beste God of War Spiel war. Von Anfang an, von der allerersten Sekunde, das ist eins der besten Intros, muss man sagen, mit dem Opening, wo du auf Gaia sitzt und währenddessen gegen Gegner kämpfst, während sie den Olymp klimmt und du dann später gegen Poseidon kämpfst. Also alles, was da passiert, ist einfach unfassbar geil und ich konnte es nie verstehen, wieso Leute God of War immer so als brutales, sinnloses Geschnetzel abstufen oder abstempeln. Klar, Kratos ist nicht unbedingt der diebeste Charakter. Nichtsdestotrotz ist die Welt einfach geil. So die Arschlöcher auf dem Olymp, so die hochnäsig gegenüber die Sterblichen hinwegsehen. Es ist einfach mega geil und deswegen ist God of War irgendwann mal so ein wichtiger Teil, also vor allen Dingen alle Teile fand ich geil. Also außer Ascension vielleicht, aber auch selbst der ist jetzt vielleicht nicht der Beste in der Reihe und der Schwächste vielleicht sogar. Gibt's The Darkest of PS Now? Ich bin mir nicht sicher. Also God of War auf jeden Fall. Richtig gutes Spiel. Platz 65. Apex Legends. Ist ein bisschen hoch gerankt. Weil gerade so Multiplayer-Spiele, also ich habe ja viele, also es gibt immer wieder in meinem Leben so bestimmte Momente, wo dann so ein Multiplayer-Spiel in mein Leben tritt und das ich dann halt wirklich krass suchte. Da gibt es dann halt sowas wie Counter-Strike Source, dann gibt es da sowas wie Apex Legends, dann gibt es da sowas wie SOCOM 2 US Navy Seals und da muss ich gleich sagen, das ist nicht in dieser Liste. Denn SOCOM 2 war zwar die geilste Erfahrung in Sachen Multiplayer, aber leider war das Spiel nicht so geil. Es lag nicht am Spiel, es lag eher an den Leuten, es lag eher an den Clans und sowas. Aber Apex Legends, ich liebe es einfach. Wirklich. Dieses. Ich weiß, es ist Battle Royale und ich weiß, es ist halt irgendwie vielleicht heute ein bisschen zu nervig, aber es ist einfach das beste Battle Royale, was es da draußen gibt, in meinen Augen. Es ist das beste Gameplay, ich habe das schon so oft erzählt. Dieses rasante Gameplay, schnelles Gameplay, diese einzelnen Legenden, die einzelne Fähigkeiten haben, so diese spannenden Kämpfe. Ich habe so coole Fights schon gehabt, so viele coole Momente, so viel zu lachen, so viel zu so ärgerliche Sachen, so viel Spannung, wie in fast gar keinem anderen Shooter in der Zeit. Und deswegen gehört das hier rein für mich. Also, vielleicht ein bisschen hochgerankt, muss ich zugeben. Vielleicht wäre es vielleicht eher so ein 80er oder 70er Platz. Aber ich spiele es immer noch. Ich spiele es immer noch. Ich zock's immer noch. Deswegen voll okay. Platz 64. Celeste. Sehr hochgerankt, ich weiß. Aber es hat bei mir auch Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Dieses Gameplay, sehr fordernde, aber
irgendwie intuitive, du kommst so schnell rein, du merkst, wie gut du wirst, wie intuitiv du auch die Knöpfe drückst, wie schnell du reagierst. Es macht so viel Spaß dann plötzlich. Und man muss sagen, ich, bei Celeste mag ich diesen Gesamtkonzept, das gesamte Produkt. Diese chillige Musik, diese coole Pixeloptik, diese Geschichte um Madeline, ich glaube Madeline hieß sie doch, ne? Die diesen Berg Celeste erklimmen will, diese einzelnen Charaktere, diese Challenge, das Gameplay, alles, das Ganze ist für mich so rund, dass ich das einfach wirklich abfeiern muss. Und ich habe es nicht beendet, also ich habe es beendet, das Spiel, aber ich habe nicht irgendwie nach den Credits irgendwie weitergezockt. Ich habe auch nicht jede Erdbeere gesucht und sowas, für mich ist das nicht so wichtig. Aber es ist so von den Indie-Games der letzten 10 Jahre eines der stärksten in meinen Augen, weil es seine Sache halt wirklich richtig macht. Vor allen Dingen, was ich liebe an solchen Spielen und Celeste insbesondere, du hast einen richtigen Flow. Du kommst da gar nicht raus. Du stirbst und versuchst es nochmal. Du stirbst und versuchst es einfach nochmal. Es hört einfach nicht auf und du kannst es sehr, sehr oft spielen. Besser als Mario. Ja, doch. Ja, doch. Ob es jetzt besser als Mario ist, es ist halt wirklich diese Platzierungen, ihr müsst bitte... Versucht euch nicht so stark an den Platzierungen dran zu hängen. Natürlich ist es jetzt hier, glaube ich, 10 Plätze weiter vorne, aber es ist so dicht dahinter und vieles kann man auch kaum vergleichen. Für mich hat es einfach einen krassen Impact gehabt. So, Platz 63. XCOM 2. Irgendjemand schon erwartet. Wedge, mach's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und du holst im Stream ja wahrscheinlich morgen Nacht, oder? XCOM 2. Sehr weit hinten eigentlich, wenn man bedenkt, wie viel ich das gezockt habe, wie krass mich das eigentlich geholt hat. XCOM 2, normalerweise spiele ich solche Strategie, Rundenstrategie-Spiele überhaupt nicht. Ich habe den ersten Teil gespielt, Enemy Unknown, mit auch im Multiplayer, mit Mrako zusammen beispielsweise. Und fand das auch mega cool. Ich habe das Singleplayer ein bisschen gezockt, fand ich auch nice, aber XCOM 2 hätte ich nie gedacht, dass mich das so holt. Und es sind viele Dinge. Es ist vor allen Dingen die Mischung natürlich wieder mal. Nicht nur diese Rundenstrategie, die einfach taktisch ist, wo es spannend ist, wo du Nervenflattern bekommst, weil du nicht weißt, ob der Schuss sitzen wird. Mega geil. Aber bei XCOM war dann halt eben auch noch dieser Basenbau entscheidend, dass du dann irgendwie eine neue Gegnergruppe hattest und du dachtest dir schon so, okay, scheiße, die sind zu schwer, aber vielleicht kann ich die erforschen, deren Plasmawaffen, und plötzlich hattest du die Plasma-Granate und konntest damit andere taktische Lösungen finden und dann wurdest du immer besser und immer besser und dann nebenbei hattest du noch diesen Druck dieser Zeit noch und so, die im Basenbau entstand. Mega geiles Ding. Boah, ich muss mal hier... So. Es ist ein verdammt geiles Teil. Ein richtig, richtig gutes Spiel und ich mache jetzt meine Krawatte ab, weil es regt mich jetzt gerade mega auf. Übrigens selbst gebunden natürlich, ne, wie es ein richtiger Gentleman macht. So. Krieg den letzten Knopf nicht auf. Uiuiui, angenehm. Ne, XCOM 2, super gut. Super gut. Weiter geht's. Platz 62. Fear. Das haben viele vergessen. Schade. Das war meine Hoch-PC-Zeit. Sehr, sehr viele PC-Spiele gespielt. Und Fear, First Encounter Assault Reckon, was ein bekloppter Name ist, nur um das Fear irgendwie irgendwie reinzuschreiben zu können in den Titel. Erinnert ihr euch noch an Alma, dem kleinen Mädchen, das einem damals richtig Schrecken eingeflößt hat? Allein das ist schon geil, weil es viele geile Jumpscares hatte. Muss man halt im Spiel lassen. Damals war es einfach noch nicht so gang und gäbe. Aber, ich merke gerade, die Musik ist viel zu laut. Was sagt das denn keiner? Aber es ist nicht nur die Alma, die irgendwie besonders war, denn viele vergessen, was für ein fucking geiler Shooter das war. Es hatte ein so geiles Gameplay. Es hatte nämlich damals so einen Bullet-Time-Modus, also so eine Art Slow-Mo-Modus. Die KI war zu dem Zeitpunkt unfassbar krass. Also die haben dich flankiert, Granaten beworfen, abgesprochen, sind wieder weggerannt. Das war einfach super geil gemacht.
Es war ein linearer Shooter, hatte aber unheimlich atmosphärische Passagen und deswegen für mich 4-1 im Vergleich zu allen anderen vier Teilen übrigens der beste. Also 4-2 war dann schon weitaus schlechter, weil er halt viel zu sehr Masse werden wollte und 4-3 mit seinem Koop-Modus vergesst den Teil. Aber 4-1 kann ich, den habe ich auch so ein bisschen vergessen, weil auch über den redet keine Sau mittlerweile heute mehr, aber der war so geil, der hat so viel Spaß gemacht und für mich ist der safe auf jeden Fall in dieser Liste, weil ich den richtig geil fand. Und die DLCs waren übrigens auch ganz geil. In dem Spiel gab es ein Bolzenschussgerät, das war geil, schön die Gegner an die Wand pinnen. Stimmt! Das war auch dabei. So. Platz 61. Oh. Danganronpa. Ja. Die Danganronpa-Reihe. Ich mag sie alle, ganz speziell den ersten. Damit habe ich nämlich überhaupt gar nicht gerechnet. Sage ich euch ganz ehrlich. Überhaupt gar nicht gerechnet. Ich hatte mir vom Rako irgendwann mal 999 ausgeliehen, meine ich. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, was so eine Visual Novel genau ist und wie das überhaupt mit diesem Japan-Kram so ist. Deswegen habe ich da nicht reingefunden und habe gesagt, ach scheiß drauf. Und irgendwann mal war das so wieder so dieser typische... Ich habe manchmal so Momente, wo ich mir denke, ach komm, ich muss mal was ausprobieren, was halt irgendwie alle feiern, nur ich nicht. Persona 5 ist so ein Fall momentan. Und dann denke ich mir, okay, ich probiere es mal. Und dann war es Anfang des Jahres, es war Januar, ich weiß es noch ganz genau, ich habe mir Danganronpa 1 gekauft und gedacht, ich probiere es jetzt aus und habe dann über Steam, muss man dazu sagen, nicht über die PS Vita oder so, wo das normalerweise ursprünglich rausgekommen ist, habe ich das dann gespielt und habe mich einfach mal versucht, darauf einzulassen, auf diese völlig übertriebenen Anime-Figuren. Ich bin halt nicht so der Fan normalerweise von sowas. Und urplötzlich war ich so drin in dieser ganzen Story, weil die Charaktere haben mir super gefallen und ich finde einfach diese Idee von verschiedenen Personen, überwiegend Teenager, die in einem Ort, in dem Fall in einer Schule im ersten Teil, später ist es glaube ich, zweiter Teil ist eine Insel, glaube ich, aber im ersten Teil eine Schule, eingesperrt werden, nicht mehr raus können und Monokuma, glaube ich, heißt dieser Killerbär, der sagt, okay, ich mache hier nichts, aber es ist folgendes, wenn jemand von euch stirbt, dann müsst ihr alle zu den Class Trials und dann müsst ihr herausfinden, wer der Killer war. Wenn ihr das schafft, ihr überlebt ja alle und der Killer stirbt deswegen. Wenn der Killer es aber schafft, es so zu vertuschen, dass es keiner errät, dann werdet ihr alle sterben, nur der Killer wird freikommen. Und das ist so eine morbide, geile Idee. Das hat mich so getriggert, Alter. Yo, Big Boss, ne, mach's gut. Ciao. Ja, klingt wie Among Us, ist es auch irgendwo, nur halt mit einer coolen Story. Es ist eine Visual Novel, also es wird nur geredet, es wird nur, man muss sich darauf einlassen können. Habe ich aber getan und damit auch eines der geilsten Spielewege erlebt, die ich so hatte. So. Ist schon sehr, sehr weit oben, muss ich schon sagen, aber dieser erste Teil, der hat bei mir einfach richtig, richtig reingehauen. Platz 60. Beyond Good and Evil. Ja, das nenne ich immer wieder als eines meiner liebsten Spiele. Jetzt am Ende ist es Platz 60, weil die Konkurrenz sehr stark ist, muss ich sagen. Aber für mich ist Beyond Good and Evil so das Paradebeispiel, wie ich mir ein Videospiel wünsche. Es hat eine geradlinig erzählte Geschichte. Es hat eine Heldin, die ich mag, die mir sympathisch ist. Es hat eine Sidekick-Figur, Paige, die immer wieder gut ist für Gags, für Lacher und für Erklärungen. Es hat eine Spielwelt, die interessant ist, die ich unbedingt erkunden will. Es hat Spielelemente, die abwechslungsreich sind. Die müssen nicht so deep sein, sie müssen nur abwechslungsreich sein in meinen Augen. Mal ein bisschen ballern, mal ein bisschen Fotografie, mal ein bisschen Waterboard. Was nennt sich das? Was war das für ein Gefährt? Ich weiß nicht mehr, so ein Boot... Rennen. Es war alles. Es war rundum schön und geradlinig. So wie ich mir PlayStation 2 Spiele vorstelle und so wie ich mir eigentlich auch mittlerweile irgendwie wieder die Spiele zurückwünsche. Wo einfach versucht wurde, eine Geschichte zu erzählen von A bis B. Von A bis Z eigentlich eher. Von A bis B wäre ein bisschen blöd, aber von A bis Z. Ein bisschen Waterboarding. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Ich muss sagen, ich fand das einfach fantastisch. Ich habe dann irgendwann mal, und das ist auch die Bestätigung, ich habe das ja damals auf der PlayStation 2 gespielt. Und Jahre später gab es dazu eine HD-Version auf der Xbox 360. Ich weiß gar nicht, ob es das auf dem PC auch gibt. Und die habe ich mir dann nochmal runtergeladen und gespielt und habe wieder gedacht, ey, mach Bock, ist mega geil, ist super gut erzählt, spannend, emotional, hat alles, was ich haben will. Und deswegen ist es hier drin. Platz 60, Beyond Good and Evil. Und leider, muss ich auch sagen, ich habe immer noch nicht so viel Bock auf Teil 2. Ich bin froh, wenn ich denn weiß, wie der Hauptcharakter aus Jack and Dexter heißt. Jetzt sind viele überrascht vielleicht. Mein Platz 59, Super Smash Bros. Hier steht jetzt natürlich Ultimate, ist aber eigentlich stellvertretend für alle Smash Bros. Teile, weil ich mache da jetzt irgendwie nicht einen großen Unterschied. Und komischerweise, ich spiele es jetzt gar nicht so oft. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt immer dabei und hier die Leute im Discord zocken ganz auf Smash und ich bin dabei, darum geht's nicht. Gute Nacht, Deichvogt. Aber Smash Brothers ist halt eben das ultimative Beef-Spiel. Wir treffen uns alle paar Monate und spielen verschiedene Videospiele. Das, damit gemeint sind Freunde aus meiner Berufsschulzeit, die ich seitdem her immer wieder treffe und so. Das macht einfach, ist einfach sehr, sehr wichtig. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Versammlung. Eigentlich wäre heute, am heutigen Tag, so ein Beef gewesen, aber aufgrund von Corona haben wir das jetzt verschoben. Und das ist schon seit Anfang an unser Spiel Number One. So, das ist das Turnier, das wir spielen. Wir spielen immer Smash Brothers. Und wir spielen immer einen Turniermodus und jeder hat irgendwie 8 Charaktere, random, und wir werden am Ende gucken, wer als erstes rauskommt. Und es ist einfach immer unfassbar spannend, spaßig, lustig. Es ist einfach perfekt. Also für mich, es ist das beste Fighting Game. Es ist, viele würden es gar nicht als Fighting Game beschreiben, die können von mir aus nach Hause gehen. Es ist für mich das beste Fighting Game. Weder Tekken, noch Street Fighter, noch Soul Calibur, noch sonst was hat für mich so viel Spaß auf so langer Zeit ausgelöst wie Smash Bros. Deswegen Super Smash Bros. Auf Platz 59. Platz 58. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Für viele ist es Platz 1. So einen krassen Status hat es nicht. Man muss dazu sagen, wie ich schon sagte, ich habe mit Nintendo sehr, sehr spät angefangen. Spät angefangen ist blöd, aber ich habe halt die komplette N64-Zeit verpasst. Also ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe die Konsole nicht besessen. Deswegen habe ich halt diesen frühen kindlichen Hype nie miterlebt. Und als der Rako mir dann irgendwann mal dankenswerterweise mir die Wind Waker Special Edition mit Ocarina of Time ausgeliehen hatte, habe ich das Spiel gespielt. Ich habe das Spiel komplett ohne Internet, ohne Hilfe, und das war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie ganz anders, gespielt und sehr lange. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen oder so an dem Spiel gehangen. Und das ist, obwohl es jetzt vielleicht so ein klassisches Zelda-Spiel ist. Es hat nicht so diese Mechaniken eines, keine Ahnung, Majora's Mask oder eines Skyward Sword oder eines Twilight Princess oder sowas hatte mit dem Wolf. Es ist ja nur die Ocarina. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel mit ganz, ganz vielen magischen Momenten, die ich nicht mehr vergessen will. Von Salias, das ist das Lost Forest oder so? Ich kenne jetzt die ganzen, da bin ich jetzt nicht so der Typ. Oder Gerudo Valley und sowas. Das sind so Dinge, da kann ich einfach, die werden immer in meinen Erinnerungen bleiben. Und obwohl ich das Jahre später nachgeholt habe, ich habe diesen Hype nicht mitgemacht, Jahre später habe ich dieses Spiel nachgeholt und es hat sich wunderbar gespielt. Deswegen richtig gut. Warum war dann Skyward Sword drin? Das war doch kein Franchise-Changer. Doch, für mich ist Zelda jeder Teil ein Franchise-Changer. Also ich sehe jedes Zelda-Spiel als eigenes Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, warum habe ich jetzt hier plötzlich Ori drin? Nein, das darf ich nicht. Bloß nicht, Ach, guck mal, hier war das hier. Ups, nein. Was mache ich jetzt? So, also Zelda sehe ich tatsächlich als eigenes Ding.
Skyward Sword hat so sehr popularisiert, weil es so einiges anders gemacht hat. Deswegen ist es auch für mich so besonders. Und deswegen ist es auch so schön spaßig. Aber ich will auch mich nicht ganz wegen Skyward Sword rechtfertigen. Ich finde es richtig geil. Ocarina of Time aber noch mal ein bisschen mehr, weil es halt magischere Momente für mich hatte. Platz 57. Hotline Miami. Habe ich auch nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gezockt, denke mir so, okay, Hotline Miami, reden ein paar Leute drüber. Was ist das? Geiler Soundtrack. Unfassbar geil. Der ist bis heute noch irgendwie einer meiner Liebsten. Das Gameplay ist unfassbar brutal, unfassbar fordernd, unfassbar konsequent. Und du wächst da auch richtig rein. Du beginnst in so einem Rausch zu spielen. Level für Level für Level für Level. Links, rechts schlagen mit dem Baseballschläger, Waffe nehmen, bam, 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 nächster Raum. Das kann man immer zocken. Und obwohl der zweite Teil ein bisschen nachgelassen hat, obwohl ich gar nicht genau weiß, warum, vielleicht weil er genauso ist wie der erste, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, hat der auch ein Tor aufgestoßen. Diese Twin-Stick-Shooter, brachialen Shooter-Dinger, die gibt's halt irgendwie, finde ich, seit Hotline Miami. Aber ich fand das einfach geil. War ein so cooler, fetziges, so ein cooles, fetziges Game. Hotline Miami auf Platz 57. Und tatsächlich sogar noch ein bisschen vor Katana Zero, weil einfach der Impact nochmal gewaltiger war für mich. So, 56. Wir haben es gleich. Schlechte Auflösung, aber es ist Batman Arkham Asylum. Ich liebe Batman schon immer. Ich war schon immer als Kind ein Comic-Fan. Also Spider-Man und Batman waren so meine Lieblinge. Ne? Das war das, was man halt als Kind so immer mitbekommen hat. So Pro7, Batman-Animationsserie oder Spider-Man. Mega geliebt. Ich muss sagen, die Batman Arkham-Reihe ist generell unfassbar geil. Ich finde jedes Spiel cool, aber den ersten halt weitaus besser. Dieses kleine, abgespeckte Areal von Asylum habe ich einfach so sehr gefeiert. Und vor allen Dingen, oh, danke für den Follow, Jess007. Vor allen Dingen für dieses, das war halt, hast es zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein Batman-Spiel gehabt. Damals war einfach Superhelden-Spiele noch nicht so hier High Point. Es gab auch noch nicht so das MCU. Und dann halt quasi als Batman sich so langsam durch dieses Asylum durchkämpfen, sich die Gegner langsam nach und nach zu schnappen, sie zu pflücken und auszuschalten mit seinen Gadgets und so. Und nach und nach auch so ein bisschen dieses Asylum zu erkunden, die Geheimnisse zu lüften. Das habe ich so gefeiert. Es ist einfach fantastisch. Es ist wirklich ein absolutes Brett von Spielen, deswegen für mich eines der besten Superheldenspiele auf jeden Fall. Wenn nicht sogar das Beste, wenn ich überlege, gibt es noch was? Weiß nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Batman Arkham kann ich nie genug von bekommen. Platz 55 ist Journey. Hat Kontroversen ausgelöst. Viele fanden ja eben diese Dauer von Spiel zu wenig. Man spielt nicht viel, man macht nicht viel, das ist anspruchslos. Zu dem Zeitpunkt war das auch irgendwie, glaube ich, normal, weil das so eine Art Spiel ist, die man zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Aber wenn man dann irgendwie sich darauf einlassen lässt, oder wenn man sich darauf einlässt, hat das auch einen ganz, ganz gewaltigen Einfluss gehabt. Ich finde immer noch, dass diese Idee, dass du eine weitere Person mitnimmst auf deine Reise oder mit ihr gehst und kaum kommunizieren kannst, nur mit so einer Art Pingen, das ist einfach mega geil und ganz einzigartig. Es hatte auch sehr, sehr coole Momente, wenn man da diese Sanddüne runterschlittert oder wenn man da diesen eisigen Berg hoch kraxelt eigentlich schon. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, eine wirkliche Reise. So wirklich von A bis Z, wo alles passieren kann, von Höhen und Tiefen, alles dabei und magischer Soundtrack, magische Kulisse. Deswegen hatte das bei mir auch sehr lange auch Nachwirkungen gehabt. Platz 55 ist auch ein Spiel, das ich jedem empfehlen würde. Also wo ich sagen würde, ey, wenn du Videospiele nicht so gerne magst oder das irgendwie nicht so feierst, oder trotzdem mal Interesse hast, dann spiel mal Journey. Vielleicht kommst du damit irgendwie so ein bisschen in Berührung mit etwas, was du gar nicht denkst, was Videospiele auch sein können. Und zwar eine Symbiose aus Audio und Video. Und das ist halt mega gut.
Platz 54. Halo Reach. Stellvertretend für Halo. Nein, obwohl... Nein, nicht ganz. Werde ich gleich erklären, warum. Halo Reach ist von allen Halo-Teilen mein Liebster. Also von der Halo-Kampagne auf jeden Fall. Ich habe alle gespielt. Bis jetzt, genau. Ich habe alle gespielt. Und Halo Reach, komischerweise, obwohl das der letzte Bungie-Titel ist und Bungie ja, glaube ich, mit ODST und Halo Reach eigentlich nur noch ihre Verträge erfüllen wollten, haben sie damit aber das beste Spiel gemacht, in meinen Augen. Also, die Dramatik, die auf Halo passiert, obwohl du schon wusstest, was mit Halo passiert, also mit dem Planeten, wo die Spartans dann noch rumgelaufen sind, wo die gegen die Covenant gekämpft haben und wo am Ende, und das kann ich ja verraten, weil das ist von Anfang an eigentlich bei Halo Reach klar, der Planet explodiert, alle Spartans sterben. Dieser Gedanke war immer im Hinterkopf und so spielt man dieses Spiel und ich habe das so hart gefeiert, weil mir dann plötzlich auch wirklich diese Spartans auch ans Herz gewachsen sind. Diese ganze Truppe fand ich mega geil und die Kampagne war auch, ich finde, die abwechslungsreichste. Du kanntest da auch mal, ich glaube, Weltraumschlachten waren dabei. Ganz verschiedene Arten von Missionen, mit Sniper-Missionen, mit Warthog natürlich rumfahren und so weiter und so fort, wie man es Halo kennt. Ich könnte jetzt hier eigentlich jeden Halo-Teil nennen. Teil 2, Teil 3, Teil 1, ODST, mir ist es scheißegal, weil die Halo-Spiele sich immer butterweich spielen, weil sie super gut sich erlernen lassen und du richtig da durchshootest. Es ist eigentlich völlig egal. Also Bungie hat da einfach so eine Grundbasis geschaffen, die einfach perfekt ist. Aber hier muss ich einfach von der Story-Erzählung, vom Setting her einfach den Teil nennen, weil der hat mich am meisten abgeholt. So, Platz 53. Lost Odyssey. Für die Xbox 360. Es ist das beste Final Fantasy seit Final Fantasy X. Ist einfach für mich so. Dahinter verbergen sich ganz, ganz viele namhafte Entwickler. Ich kann jetzt nicht alle aufsagen. Nobuo Uematsu ist dafür die Musik zuständig. Sakurai. War doch Sakurai, oder? Wie heißt der nochmal? Sakaguchi? Ich weiß nicht mehr. Kann ihn verwechseln, ich immer. Der ja normalerweise für die Final Fantasy-Reihe zuständig ist und mittlerweile mit Mistwalker ein eigenes Studio gegründet hat. Hat mit dem seinen ersten JRPG geschaffen, den es ausschließlich auf der Xbox 360 gibt, der übrigens abwärtskompatibel ist. Das heißt, wenn ihr den spielt, könnt ihr das auch auf eure Series X zocken. Sakaguchi, so war's. Und dieses Spiel ist einfach mega geil. Diese Geschichte über diese Menschen, die unsterblich sind, die schon Generationen überdauern und einfach nur noch leiden einfach über ihre Unsterblichkeit. Es gibt ganz, ganz viele Momente, die sehr traurig sind, die sehr emotional sind. Es gibt diese kleinen Gedichte und Erzählungen, die man da so lesen kann. Und es ist einfach auch ein verdammt gutes Kampfsystem. Es hat so dieses klassische rundenbasierte mit verschiedenen taktischen Finessen, wo du deine Truppe, ich glaube, du konntest sogar mit 5 Leuten kämpfen. Irgendwie Leute 2 nach vorne, 3 nach hinten oder umgekehrt. Das war einfach mega geil. Und es erzählt eine ganz, ganz gute Final Fantasy Geschichte. Ich kann dir aber auch nicht mehr genau hundertprozentig alles wiedergeben. Nichtsdestotrotz ist das halt ein geiles japanisches Rollenspiel und wenn nicht sogar eins der besten, die ich je gespielt habe, in meiner Top 10 wäre, ist auf jeden Fall dabei, wenn es nur um japanische Rollenspiele geht. Auf jeden Fall. Das ist ganz safe. Unbedingt spielen, nachholen, wenn es soweit ist. Leider ist es nicht im Game Pass, wie ich sehe. So. Jo, Alex, mach's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich habe jetzt auch nur noch 2 Titel. Oder, ja, 2 Titel. Wir machen ja bei 50 nächstes Mal weiter. Platz 52. Alien Isolation. Ich halte immer die Fahne hoch für dieses Spiel. Es ist für mich eins der unterschätztesten Horrorspiele aller Zeiten. Weil bei mir hat es komplett eingeschlagen wie eine Bombe, muss ich wirklich sagen. Wie ich schon mal vorhin sagte, ich mag Sci-Fi, ich mag es, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist wirklich dann in so einer Raumstation, man ist alleine, hilflos, man braucht Hilfe von außen, sonst kommt man da nicht weg. Und dann auch noch eingeschlossen mit einem Alien, das fast übermächtig scheint und einem verfolgt über die Schächte überall runterfallen könnte. Allein diese Vorstellung, dass das immer passieren kann und das auch in das Spiel so clever macht, dass du nie es, in meinen Augen, nie... Ich weiß, viele haben das irgendwie so geschrieben, ich habe das nie gehabt.
ich konnte es nie vorhersehen. Ich konnte das Spiel nicht erkennen, sodass ich einfach ständige Angst hatte. Egal, ob es jetzt vom Alien war oder halt auch von den Überlebenden, die auch da irgendwo waren, oder die Androiden, die da irgendwie so langsam dich so verfolgt haben. Mega gut, sehr immersives Spiel, die Atmosphäre unfassbar dicht. Und ein grandioses Finale. Leider wird da wahrscheinlich nie was dazu kommen. Sehr, sehr schade für mich. Ein unfassbares Brett in Sachen Horrorspiele. Und deswegen auf Platz 52. Platz 51 und damit das letzte Spiel am heutigen Abend. Wir kommen schon richtig nahe zu den wichtigen Spielen. Life is Strange. Sehr weit oben. Ich muss zugeben, jetzt überlege ich gerade, ja, hätte ich das vielleicht nicht so weiter unten machen sollen? Nee, ist ja wurscht. Life is Strange. Ja, ich mag halt auch einfach Spiele, die mich durch ihre Geschichte packen. Ja, ich muss sagen, nach diesem Spiel, nach Life is Strange Season 1, hat es kein einziges Spiel dieser Art es jemals mehr geschafft, mich irgendwie abzuholen. Weder die zweite Season, nicht Before the Storm, nicht Tell Me Why, nicht Walking Dead und was auch immer alles kam in der Hinsicht. Weil ich einfach nach diesem Spielprinzip irgendwie nicht, also weil ich diesem Genre oder dieser Art von Spielen überdrüssig bin. Aber das letzte Ding, also das letzte dieser Art ist eben Life is Strange und damit bin ich auch vollkommen zufrieden. Denn dieses Spiel hat eben noch so gezeigt, wie schön es sein kann, wenn man ein Spiel anmacht und so das Gefühl hat, man kommt nach Hause. Das ist halt irgendwie cool, wenn man so in Arcadia Bay ist, wenn man in dem Haus von Chloe ist und die Mutter im Diner trifft, wenn man zur Schule kommt und so, wenn man einfach so das Gefühl hat, okay, ich kenne das hier schon. Ich kenne diese Leute, ich kenne deren Probleme, ich kenne deren Life, also deren Lifestyle. Ich komme nach Hause und das hat dieses Spiel ausgelöst und das ist halt wirklich geil. Plus noch einen fantastischen Soundtrack, den man heute noch als einen der besten lizenzierten Soundtracks zählen kann, das ist ganz klar. Chloe, Max haben einfach auch ganz, ganz wichtige Stempel gesetzt irgendwie so. Viele Leute feiern sie, machen Cosplay und so und lieben diese Beziehung. Ich bin auch richtig warm geworden. Es hat ein bisschen gedauert, aber so mit, ich glaube, Episode 2 habe ich dann schon so langsam meine Liebe daran gewonnen. Und muss sagen, danke für Life is Strange Season 1. Und damit wären wir zumindest vorerst beim Ende dieser Liste. Ich gucke jetzt mal, was kommt eigentlich als nächstes. Aha. Ja, sind schon ein paar gute Sachen dabei. Yo, es ist 1.30 Uhr. Wir haben die Top 50 hinter uns. Die Stream-Highlights sind abgespult und ich habe ein bisschen was gesoffen. Bestes Lifestyle. Super gut. Ey Leute, ich bedanke mich für alles. Für eure Aufmerksamkeit, für den Stream, für die Bits, für die Follows, für die Subs, alles, was dazu gehört. Ich bin euch zum Dank verschuldet und freue mich beim nächsten Mal, den Rest der Liste abzugrasen. Dieser wird kommen. Wir haben jetzt Samstag. Nächste Woche wird wahrscheinlich der Lockdown kommen. Montag, Dienstag werden noch schwierige Arbeitstage sein. Und dann irgendwann in der Woche machen wir weiter mit dieser Liste. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Freunde. Ich bin hier raus.